125 Jahre Baustelle. Das geht gut. Der zweite Abgeordnete, die SPD, 125 Jahre Verantwortung der Ausbeutung und Gewalt. Das ist zu schlecht. Das erste war von der SPD selbst, das zweite von der Waffenpolitischen Gruppe. Wenn man entscheiden will, welches einem besser schmeckt von den beiden, wird man nicht hinkommen, eine Auskunft einzuholen über die Lage der Bundesrepublik 88. Ich habe eine Auskunft gefunden, die heißt so: Wir leben in einem Land, in dem die Massenarbeitslosigkeit die einen schlägt und die anderen in Angst versetzt, wo Berufsarbeit Millionen zermürbt, die körperlich schädigt und geistig abstumpft. Jeder, der das natürlich als Entscheidungshilfe benutzt, will jetzt von mir wissen, wer das behauptet hat. Wer war's? Drei Alternativen biete ich an. Erstens Engels über die Lage der arbeitenden Klasse im 19. Jahrhundert in England. Zweitens die marxistische Gruppe in ihrer programmatischen Erklärung neu gefasst. Das Ding heißt die BRD in den 80er Jahren und was Marxisten daran zu ändern haben. Dritte Alternative, Mutter Teresa, Manchester Kapitalismus in der dritten Welt. Natürlich klar, dass die jeweils alternativen Anbieter alle falsch sind. In Wirklichkeit stammt das genannte Zitat aus dem SPD-Programmentwurf für ein neues Grundsatzprogramm Hirsee 86. Wie kommt eine sozialdemokratische Partei dazu? Das ist meine erste Frage. Ein Totalerfolg, 125 Jahre Fortschritt auszurufen, und gleichzeitig mit ihrem Programm darzulegen, dass all die sogenannten Missstände, gegen die sie einmal angetreten waren, in derselben Weise fort existieren wie vor 125 Jahren, als da sind Massenarbeitslosigkeit, neue Armut, zermürbte, geschädigte, abgestumpfte, also absolut erbärmliche Kreaturen. Wie kommt das? Wo siedelt eine sozialdemokratische Partei eigentlich ihren Erfolg an? So dass ich sagen kann, mit dem Brustton der Überzeugung, wir haben es zu etwas gebracht, wir sind quasi am Ziel angelangt. Und gleichzeitig ein Gruselkabinett kapitalistischer Brutalitäten an die ganzen Malen. Zweite Frage: Wenn ich die Tatsache umdreht, die unter 12 befinden, eine Ahnengalerie, mit der die SPD für ihren Geburtstag wird. Ganz links, der mit dem Bart, das ist der Marx. Ganz rechts, Vogel, Brandt und Schmidt sieht man daneben stehen. Der ganz links, der mit dem Bart, der hat mal ein dickes Buch geschrieben, das Kapital ist, hat aufgerufen, den ganzen Scheißladen umzustürzen, Marktwirtschaft und Rechtsstaat umzukippen, damit endlich die Not der Proletarier ein Ende hat. Die rechten Vögel auf dem Bild hatten vielmehr gemeint, dass das deutsche Volk verwöhnt sei, spendiert dem Rechtsstaat ein paar Berufsverbote, Notstandsgesetze und Raketen gegen innere und äußere Feinde. Wie kommt das also, ist meine zweite Frage, dass sich eine sozialdemokratische Partei, die sich ja mit solchen Aktionen als Feind von Systemkritik und Kommunismus ausweist, sich auf den größten Kapitalismusfeind aller Zeiten beruft, auf Marx. Wie geht das? Um einige Klammern bei der Anführung nach, weshalb es für wirklich erklärungsbedürftig, und das kann man nicht abtun mit dem Hinweis, die lügen eben, wenn sie sich auf Marx berufen. Das wird wahrscheinlich auch noch spannend haben, aber damit ist es nicht getan. Warum tun die das, sich auf Marx zu berufen? Denn eines ist doch wohl klar, ein modern wirksames Etikett ist der Marxismus 1988 nun wirklich nicht. Das weiß jeder, der hier sitzt, jeder Student versteckt, wenn er überhaupt über die blauen Wände verfügt, seine Dinger in der Vermieter zu Besuch ist. Das ist nun wahrlich kein wahrwirksames oder wählerwirksames Argument, mit dem alten Marx hausieren zu gehen.
Sehr viele Leute, die die SPD wählen, nehmen durchaus diese ungewandt feindlichen Widersprüche zur Kenntnis, die ich erstens und zweitens angesprochen habe. Ziehen aber überhaupt nicht die Konsequenz daraus, die SPD zum Teufel zu jagen, sondern wie gesagt, sie zu wählen. Wie funktioniert das? Da gibt es Leute, die sind der Auffassung, man kann über Schmidt oder Vogel denken, was man will, die SPD ist oder ist geblieben eine Arbeitnehmerpartei. Und man findet ja auch Hinweise, wie in diesem zitierten Vierseher-Programm, wo sie auf die Massenarbeitslosigkeit, auf das Elend der kapitalistischen Kartellarbeit heute bloß, ist eigentlich der Hinweis auf das dem Kapitalismus anfallende Elend schon dasselbe wie ein glaubwürdiger Beweis, dass die SPD dann nur die richtige Adresse ist in Sachen Beleidigung von Not und Elend oder Ausbeutung. Es gibt andere Zeitgenossen unter den SPD-Freunden, die messen erst gar nicht die SPD an solchen Maßstäben. Was hat sie denn getan? Wie geht es den Leuten unter einer SPD-Regierung oder mit Beteiligung der SPD in demokratischen Gefühlen? Das sind Leute, die gehen von vornherein zu, neue Armut hin, Arbeitslose leer, dass sie ein Übel wählen. Und zwar das Kleinere. Meine dritte Frage also ist, welches Interesse eigentlich bei solchen Menschen, die die SPD für ein Immerhin halten, für ein kleineres Übel, also unzufrieden mit so einer Partei sind, welches Interesse bei denen durch die SPD denn wirklich befriedigt wird, sodass sie Unzufriedenheit mit oder mehr dennoch der SPD nicht standhalten. Das sind drei Hinweise, drei Fragen, die ich in Folge beantworten will, indem ich eine historische Leistungsbilanz der SPD vorführe. 125 Jahre Parteigeschichte werden von der SPD ja selbst in Anspruch genommen als Ausweis ihrer fraglos guten Qualitäten als Partei der Arbeitnehmer, der Unterdrückten und Witwen und Weisen. Also nehmen wir uns auch mal die Freiheit zu prüfen, was die 125-jährige SPD-Geschichte eigentlich gebracht hat. Zu diesem Zweck gehe ich sehr weit zurück. Die Partei hat 1875 so ihr erstes gültiges Grundsatzprogramm formuliert, dieses berühmte Grundsatzprogramm. Dieses Programm zerfällt logisch in zwei Teile. Der Teil 1 dieses Programms ist so etwas wie eine kurzgefasste Theorie des Kapitalismus oder eine Kritik des Kapitalismus. Teil 2 des Programms ist, was man Realpolitik nennen könnte. Wir stellen Forderungen. Das Wesentliche ist auf den Zettel abgedruckt unter erstens. Da heißt in der heutigen Gesellschaft in die arbeitende Kultur der Kapitalistenklasse, die hierdurch gewählte Abhängigkeit der Arbeiterklasse ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft. Von diesen Grundsätzen ausgehend erstrebt die sozialistische Arbeiterpartei mit allen gesetzlichen Mitteln des freien Staats und die sozialistische Gesellschaft die Zerbrechung des ehernen Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit. Jetzt kommt der Leiter von Forderungen. Erstens allgemeines Wahlrecht. Zweitens direkte Gesetzgebung durch das Volk. Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Volk. Allgemeine Wehrhaftigkeit wird gefordert. Das ist ein Fehler, das heißt Wehrhaftigkeit. Ja, und schließlich haben sie auch die aparte Forderung, Regelung der Gefängnisarbeit. Das ist erst einmal gut im Programm einer umstürzlichen sozialistischen Partei. Zu diesem Punkt gibt es eine schöne Kritik, die schon Karl Marx formuliert hat in seiner Kritik des Programms. Der Mann hat gemeint, zunächst einmal die Kapitalismuskritik der SPD betreffend, dass hier so gut wie nichts stimmt. Das eherne Lohngesetz, von dem hier die Rede ist, das war eine Auffassung, die der alte Lassalle, der den Arbeiterverein gegründet hat, der in die SPD dann überführt worden ist,
Das war eine Idee, die dieser Lassalle aufgebracht hat und die hat der Martin Rauschenbogen kritisiert. Und diese Idee von Lassalle, die er eher das Lohngesetz nannte, und das wollte er dem Kapitalismus vorwerfen, die hat etwa geheißen, im Kapitalismus kommen die Proletarier über ein gewisses Maximum in Sachen Konsum nicht hinaus. Da gibt es sowas wie einen begrenzten Konsumtopf, für die die arbeiten müssen. Oder auch modern ausgedrückt, mehr als da ist, kann man auch nicht verteilen. Und das war meine Kritik. Zunächst könnte man dagegen mal empirisch einwenden, dass es gar nicht so ist, dass ein gewisser Umfang an Lebensmitteln an die Proletarier verfüttert würde, sodass dann nichts mehr übrig wäre. Jeder kennt die Butterberge der Entstehung, die sind ein Beweis dafür, dass sich Armut auf der einen Seite, nämlich bei Produzenten von Kapital, bei Arbeitern, und auf der anderen Seite Überschuss von Kapital, Waren, die nicht verkauft werden, weil sie derzeit keinen ordentlichen Preis und Gewinn einspielen, dass sich das beides dann nun verträgt. Marx hat zweitens angewandt, dass auf diese Weise eine Verteilung von produziertem Reichtum im Kapitalismus kritisiert würde. Die Arbeiter kriegen in Sachen Konsum immer zu wenig oder nicht über ein gewisses Maximum hinaus, können wir die sagen, wogegen Marx zu Recht einwendet, von Verteilung des produzierten Reichtums kann aber im Kapitalismus überhaupt keine Rede sein. Es ist doch nicht so, dass am Ende eines Jahres einmal zusammengezählt würde, wie viel ist rausgekommen bei der Warenproduktion, sodass dann aufgeteilt würde, sodass dann auch das, was ein Mensch zu vernaschen hat, etwas schwanken würde mit guten und schlechten Konjunkturen. Das funktioniert, wie jeder seine Lohnstreifen entnehmen kann, im Kapitalismus etwas anders. Er kriegt einen Lohn gezahlt und damit ist für ihn erstmal alles entgolten. Er ist ausgeschlossen von dem Reichtum, den er dann produziert. Auf den hat er nie mehr Ansprüche anzumelden. Der gehört ihm nicht. Der gehört denen, die ihn produzieren. Und weil die einen Gewinn erzielen wollen mit dieser Produktion, versteht sich für sie von selbst, dass das, was die Arbeiter in Sachen Lohn nach Hause tragen, ein ärgerlicher Abzug ist, der korrekterweise Kost genannt wird und so berechnet wird. Das alles hat Marx gewusst, er hat es kritisiert an diesen Burschen, ihm ist sogar noch aufgefallen, völlig zu Recht, dass diese Phrase, die Zerbrechung des ehernen Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, einfach absurd ist. Deswegen nämlich, weil der Kapitalismus für etwas kritisiert wird, das ihm wirklich nicht der gegebene Sachverhalt ist. Sowas wie ein begrenzter Lebensmitteltopf für Arbeit hat jeder das Grundgesetz. Und dass man wegen dieses Unfugs darauf was hält, das ganze Lohnsystem zu kippen, das an der Natur hat, ja wirklich ein Gegensatz von Proletariern hier und Eigentümern dort ist. Dagegen hat der Marx eine schöne Idee eingebrannt, die er in seiner Kritik des Guthabenprogramms niedergelegt hat, und die heißt so, er sagt, es ist als ob unter Sklaven, die endlich hinter das Geheimnis der Sklaverei gekommen und in Rebellion ausgebrochen, einen veralteten Vorstellungen befangener Sklave auf das Programm der Rebellion schriebe, die Sklaverei muss abgeschafft werden, weil die Befestigung der Sklaven im System der Sklaverei ein gewisses niedriges Maximum nicht überschreiten kann. Diese Idee findet der Marx zu Recht abenteuerlich und man kann sie sich einmal in der Verlängerung durchdenken, die Leuten, die da Teil einfallen müssen. Denn wenn die Niedrigkeit des Lohns, nicht das Prinzip Lohn, nämlich Ausschuss von Reichtum kritisiert wird, wenn die Niedrigkeit der Gesichtspunkt der Kritik wird, dann müssen solche Umstürzer des Systems sich nach jeder Lohnerhöhung fragen, ob sie die Ausbeutung eigentlich noch für Ausbeutung halten. Es wird also mit dieser falschen Kritik am Kapitalismus die damit begründete revolutionäre Absicht, wir wollen den Laden kippen, durchaus zu einer fraglichen Sache. So, das betrifft die Abteilung der Kapitalismuskritik. Was die Abteilung der Realpolitik angeht, findest du auch eigentlich alles Wissenswerte schon bei Marx in der Kritik des Guthabenprogramms.
Zum Beispiel sagt er zu der Forderung Wahlrecht: Leute, das gibt's doch nicht. Was sollen wir fordern? Ich muss euch sogar davor warnen, ihr glaubt Ausbeutung und Rechtsstaat. So etwas würde sich ausschließen. So als würde in einem Staat mit Wahlrecht das Elend der Ausgebeuteten passieren sein. Nichts von alledem sagt er. Es gibt das Wahlrecht und die Ausbeutung, und zwar in zwei Staaten, die er damals nennen konnte. In der Schweiz und in den USA. Zur Demokratie, sagt Marx, bildet euch nicht ein, dass die Anerkennung eines Proletariers im Staate, der wählen darf, seine Männer in die Politik wählen darf, dasselbe sei wie die Beseitigung des Gegensatzes von Klassen. Daneben sagt er, selbst die vulgäre Demokratie, die in der Demokratischen Republik das tausendjährige Reich liegt und keine Ahnung davon hat, dass gerade in dieser letzten Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft der Klassenkampf definitiv auszufechten ist, selbst sie steht noch berghoch über solcher Art Demokratentum innerhalb der Grenzen des polizeilich Erlaubten und logischen Erlaubten. Naja, schließlich noch zu dieser Forderung der unentgeltlichen Rechtspflege. Da sagt der Marx kurz gefasst, das ist einfach eine Scheißforderung zugunsten von Besitzenden. Er sagt, die Kriminaljustiz ist überall unentgeltlich zu haben. Die Ziviljustiz dreht sich fast nur um Eigentumskonflikte, berührt also fast nur die besitzenden Klassen. Sollen sie auf Kosten des Volksdeckels ihre Prozesse führen? Das stimmt, jeder Sieg wird kostenlos verknackt. Was haben wir also unentgeltliche Rechtspflege zu fordern? Also eine sehr harte Kritik von Marx, gewandt an Leute, die sich Marx durchaus geistesverwandt fühlten, die meinten, sie hätten in der Theorie von Marx eine Berufungsinstanz, sie wären etwa dasselbe wie er. Und deswegen darf es durchaus, und das ist das Schöne, ein Einsehen der Sozialdemokratie in diese Marx-Kritik. Die SPD hat auch diese Kritik am Sozialprogramm, spät zwar, aber immerhin, reagiert. Und in gewisser Weise Marxens Kritik beherzigt. Bloß wie? Wie, das kann man im zweiten Zitat sehen. Da haben sie 1891 ein Ehrbürgerprogramm geschrieben. Da geht es so: Nur die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische für und durch die Gesellschaft gegebene Produktion kann es bewirken, dass der Großbetrieb und die stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die Hilfe der ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt werde. Jetzt fehlt noch ein entscheidender Satz, der sich hier anschließt, und den lese ich noch vor. Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist notwendigerweise ein politischer Kampf. Sie kann den Übergang der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen zu sein. Zunächst mal betrachtet, nüchtern betrachtet, dieser Teil 1 hat sich vorgenommen, diesen Scheiß vom ehrenden Lohngesetz, den uns der Alte in die Ohren gehauen hat, den erklären wir nicht mehr. Stattdessen bekennen wir uns dazu, das Prinzip Eigentum muss umgestürzt werden. Also hier ist in Teil 1 des Programms ein gewisser Wille zur Besserung erkennbar. Jedenfalls so weit, dass man den alten Fehler nicht wiederholen möchte. Schauen wir uns an, was daraus zu dem Teil 2 des Programms folgt. Teil 2 ist genau wie beim Programm die Abteilung Forderung. Teil 1 ist immer die Bestimmung des Kapitalismus, Teil 2 was fordern wir. Teil 2, allgemeines und kleines Wahlrecht. Zweitens, direkte Gesetzgebung durch das Volk. Drittens, Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit. Achtens, unentgeltliche Rechtspflege. Also der ganze alte Mist vom Urteilprogramm, buchstabengetreu wie zuvor. Und das ist interessant, dass eine Partei sich zur Korrektur ihrer theoretischen Auffassung über den Kapitalismus genötigt sieht,
wie gut oder schlecht auch immer durchgeführt. Das aber für das, was sie praktisch tut, was sie fordert, was sie macht an Politik, daraus gar nichts folgt. Da läuft nämlich genau dasselbe wie zuvor in Gotha-Programm. Dem kann etwas sehr Aufschlussreiches über die Sozialdemokratie entnehmen. Die Leute verstehen das offenbar gar nicht so, dass man sich anschauen muss, was der Kapitalismus ist, wenn man so etwas wie eine Theorie darüber hat, damit man weiß, womit man es zu tun hat. Weil man zweitens aus diesem Wissen, was der Kapitalismus ist, bestimmen möchte, was man gegen ihn oder auch mit ihm tut. Theorie ist also für die offenbar gar nicht dasselbe wie ein Mittel, seine antikapitalistische Praxis zu bestimmen. Die nämlich steht offenbar ganz getrennt von dem, was sie so Theorie nennt, längst fest. Und diese Praxis heißt Realpolitik. Statt Gegensatz zu dem, was an politischen Realitäten gegeben ist, anknüpfen an diese Realitäten, um darin das Arbeiterinteresse unterzubringen, das zu kurz kommt. Und das ist ein kleiner Widerspruch. Auf der einen Seite zu sagen, da gibt es hier die Ausgebeuteten, die stehen in einem schreienden Gegensatz zum System der Lohnarbeit und zum Staat, der sie beaufsichtigt. Auf der anderen Seite zu sagen, das, was wir praktisch zu tun haben, ist das Arbeiterinteresse in diesen gegensätzlichen Instituten wie Marktwirtschaft, Rechtsstaat zur Geltung zu bringen, unterzubringen. Die SPD hat das durchaus selbst als Widerspruch empfunden. Sie hat nämlich gemeint, sowas muss man gedanklich vermitteln. Das leuchtet nicht ein, dass das unmittelbar dasselbe ist, Umsturz zu sagen und auch Beteiligung am Staat zu setzen. Und das hat sich mit der Logik der Bedingungen zu versöhnen versucht. Der Gedanke war, ohne Macht können die Arbeiter doch die Eigentumsverhältnisse gar nicht umstürzen. Gefolgert hat sie daraus, also muss es eine Beteiligung an der Macht geben, die diese Ausbeutungsverhältnisse und die Lohnarbeit schützt, den Staat. Daher steht im Zitat, das ich vorgelesen habe, zu Recht gleich die Macht der Arbeiter, von der die Rede ist, als politische Macht. Denen ist überhaupt nicht eingefallen, mal auf das Mittel zu schauen oder es zu prüfen, dass die Arbeiter getrennt von jedem Wahlkreuz und von einer Beteiligung am Wählen überhaupt oder in Sachen Parteiengründen, die sich dann beladen erwarten, was sie davon getrennt oder auch in die Marschalle zu lassen haben. Nämlich, wenn sie schon die Produzenten des Reichtums sind, der als Kapital ihnen gegenübersteht und sie zur Fortführung der Lohnarbeit und damit Armut ein Leben lang zwingt, dann haben sie auch eine Waffe in der Hand, nämlich das Vorenthalten dieses Dienstes, das Dichtmachen der Reichtumsquelle, damit auch das Versiegen der Quelle, aus der sich ein Staat mit seinen Gewaltmitteln ernährt, der mit seiner Polizei solche ungemütlichen Verhältnisse am Leben hält. Das fiel ihnen nicht ein. Der fundamentale Fehler der SPD viel näher lag, ist eben der, die Vorstellung, dass die politische Vertretung der Arbeiter im Staat durch eine Partei oder bei mehreren Parteien dasselbe sei wie die Beseitigung von Ausbeutung. Und das ist ein fundamentaler Trugschluss und Fehler. Und das kann man dem letzten Hinweis im Jahrhundertprogramm entnehmen, wo die Rede ist von Arbeiterschutzgesetzen, die die Sozialdemokraten fordern. Dazu gehört unter anderem ein Normalarbeitstag von 8 Stunden und ähnliches mehr. Aber nehmen wir mal diese Forderung. Es gelingt der Arbeiterklasse durch einen politischen Arm namens SPD bei Wahlen Erfolg zu haben. Die Brüder sitzen im Parlament und schaffen es sowas wie den 8-Stunden-Tag parlamentarisch abzusehen. Was wäre dann gewonnen? Ist das Aufhebung von Ausbeutung? Wenn man schon den Normalarbeitstag verlangt, dann muss man doch ehrlicherweise zugeben,
dass der Klassengegensatz, von dem man behauptet, er sei aufgehoben, gerade unterstellt ist. Denn warum will man einen 8-Stunden-Tag einfordern als Grenze gegen die kapitalistische Fabrikarbeit? Auch deswegen nur, weil man davon ausgeht, dass in den Fabriken Leute sich schon wieder Geld vermehren und die gar nicht den Hals voll kriegen können von der Arbeit der Leute, die für diese Vermehrung gerade stehen müssen. Dass sie also 12, 14, 16 Stunden oder 56 Stunden Konti-Schicht, die heute bei Klöckner verlangen. Anders ausgedrückt, wenn schon ein Sozialdemokrat der 90er, 1890er Jahre, sagt, Ausbeutung ist etwas Schlechtes, das gibt es was, das wollen wir nicht. Und dagegen setzen wir den Normalarbeitsplan, zum Beispiel. Dann hat er einen furchtbaren Widerspruch begangen. Dadurch, dass man einen von einem selbst auch sogenannten schlechten Zweck bremst, wird noch lange kein Guter daraus. Und was es mit dem Bremsen auf sich hat, beim Normalarbeitstag, das ist auch nicht übermäßig. Ein frei gewähltes Interesse, was geht denn so an freier Zeit zu haben, um das Leben schön zu machen? Dergleichen Interessen und Überlegungen haben den Kampf um den Normalarbeitstag ohnehin nicht bestimmt, sondern die pure Notwendigkeit, dass der Arbeitstag deswegen nicht 16 Stunden dauern darf, weil das auf die Dauer kein Schwein aushält, er also sich nicht mehr in der nächsten Woche oder im nächsten Monat verkaufen kann, wobei die einzige Einnahmequelle, die er im Kapitalismus hat, eben das ist, sich und seine Arbeitskraft zu verkaufen. Die schiere Notwendigkeit, sich in der proletarischen Existenz, wo man sich Monat für Monat der Arbeitsvertrag verkauft, sich dies zu erhalten, das war der normale Arbeitstag, und das sollte er sich können. Der Gestus des Kämpferischen, den die SPD von Anbeginn an immer drauf hatte, der erklärt sich weniger aus solchen, sagen wir mal in Anführungszeichen, systemverträglichen Forderungen, als vielmehr daraus, dass die Umstände, auf die diese Forderungen getroffen sind, sie zu radikalen gemacht haben. Die Forderung, ein Arbeiter muss wählen können, wäre 1988 gestellt, eine Absurdität. Das tun sie längst und nicht zu ihrem Vorteil. 1890 trifft diese Forderung tatsächlich auf Widerstand. Da gibt es noch sowas wie ein Freiklassenwahlrecht in Preußen. Da muss man wirklich, wenn man sich das Programm vornimmt, dafür eintreten, dass so etwas erst einmal durchgesetzt wird, dass Arbeiter wählen können, dass die Arbeitervertreter, die SPD, im Parlament sitzen können, dass sie dort mitbestimmen können. Diese Tatsache, dass solche Forderungen wie Arbeiterschutzgesetze, Wahlrecht für Arbeiter, dass diese Forderungen auf die Kritik des Reiches gestoßen sind, auf die Kritik von Bismarck gestoßen sind. Das hat die SPD gestärkt in ihrem verkehrten Glauben, na dann müssen die Forderungen ja durch schwersystemfeindlich und umstürzerisch machen. Als jeder das trotzdem, der mit dem Staat aneckt, muss nicht schon deswegen eine vernünftige Kritik gegen den Staat im Sinn haben. Heutzutage eben auch wildgewordene Tierschützer mit dem Staat an. Für Umsturz gegen Ausbeutung sind die deswegen noch lange nicht unterwegs. Die SPD ist deswegen in der Folgezeit, das ist die dritte Etappe, die ich schreiben will, mit einigen Verbotsdrohungen und sogar mit einigen Verboten konfrontiert worden. Und das hat die Sozialdemokraten bestärkt in ihrer Auffassung, dass sie auf einem senkrechten, umstürzerischen Weg sind. Es hat einmal gegen die SPD Sozialistengesetze gegeben. Und dann ist Macht. Das waren Gesetze, in denen nicht nur der SPD, auch andere Gruppierungen umstürzerische Agitation verboten wurde. So heißt es im Gesetzestext. Die Sozialistengesetze waren also nach dieser Seite hin ein Verbot. Nach einer anderen Seite hin waren diese Gesetze ein Angebot.
Und das Angebot bestand darin, auch an die SPD, an Wahlen teilzunehmen, sich also auch ins Parlament wählen zu lassen. Insofern muss man sagen, waren diese Sozialistengesetze des Herrn Bismarck gegen die SPD für diese Partei geradezu maßgeschneidert. Der Teil 1 der SPD-Programme, Kapitalismuskritik, aufsetzen, gegen den sich die Sozialistengesetze einzig und allein richten, war ja für die SPD praktisch wurscht für das, was sie tat. Und der Teil 2, Forderungen nach Arbeiterschutz und so fort, war nicht verboten. Und der war für die SPD der einzig entscheidende Teil. So kommt es der SPDler ganz unironisch im Rückblick über diese Zeit der Sozialistengesetze sagen, da sind sie eigentlich durch diese quasi Hilfe von Bismarck in Anführungszeichen zu ihrer Großform als Reformpartei hochgewendet worden. Die SPD hat das Angebot tatsächlich angenommen und hat an der Sozialgesetzgebung, die der Bismarck eingeleitet hat, mitgemacht. Und hat über diese Sozialgesetze eine interessante Auffassung verbreitet, die im dritten Zitat von Webel wiedergegeben ist. Da ging es um Rentengesetze, dann auch später um Arbeitslosenversicherungsgesetze und ähnliches. Also kurz das, was man heute das Soziale oder den Sozialstaat nennt. Da der gute Webel an Bismarck gelangt, im Reichstag, weil wir Webel getan, jede Reform, jede Neuerung hat im Kampf begonnen, ist nur durch Kampf verwirklicht worden. Zunächst hatte sie nur wenige Anhänger. Diese wenigen haben gegen die Mehrheit ankämpfen müssen. Sie haben versucht, die zufriedenstellende Tat umzusetzen, das von ihnen verlangte und erstrebte, in die staatlichen und sozialen Einrichtungen der Gesellschaft überzuleiten. Das ist interessant. Hat die Sozis die Sache noch so gedacht? Man braucht die politische Macht als Mittel für den Kampf gegen Kapital und Staat. Jetzt, sagt der gute Wesel, findet der Kampf der Arbeiter und des Entfahrenen seine Erfüllung darin, dass er in staatliche Institutionen überführt wird. Und der Gedanke, dessen den Sozialdemokraten so sprünglich zustimmen, ist ja schon ein ganz zitierter. Die Auffassung nämlich, ein sozial gemachter Staat sei so etwas wie die Bremse gegen die äußersten Schikanen und Auswüchse der Lohnarbeit und damit ungefähr dasselbe wie die Abschaffung der Ausbeutung. Wer so denkt, der hat zwei Seiten plötzlich etwas sehr Positives abgewonnen. Zwei Seiten, denen sein Ausgangspunkt, unserem Grundsturz, sehr total kritisch gegenüberstand. Wer nicht meint, der Sozialstaat sei so etwas wie eine Bremse gegen die Auswüchse der Ausbeutung, der hat erstens nach der Seite des Staates einen Pluspunkt vergeben. Der ist nämlich der Auffassung, dass der Staat, wenn er einen Schutz für Arbeiter organisiert, also Sozialstaat geheißen werden darf, eine Errungenschaft ist und sich nicht als Klassenstaat verteufelt oder bekämpft gehört. Und so jemand hat zweitens auch der viel gescholtenen Ausbeutung mit der Lohnarbeit einen Pluspunkt angegeben. Und der heißt, wenn sie staatlich geschützt wird, diese Lohnarbeit, dann ist sie ein brauchbares Mittel der Lohnarbeit. Das erste heißt Sozialstaat, das zweite heißt soziale Marktwirtschaft und verdient der SPD nur rund um die Pluspunkte. Mit der Wahrheit dessen, was ein Sozialstaat ist, hat das allerdings nicht viel zu tun. Genau gesagt, gar nichts. Denn wenn Arbeiter schon antreten müssen, um eine zeitliche Begrenzung der Rackerei zu erkennen,
wurde so etwas wie eine Arbeitslosenversicherung im Staate durchzusetzen. Dann muss man ja sagen, dass dies mit einem Lebensmittel namens Marktwirtschaft zu tun hat, das für Sie überhaupt nicht als Lebensmittel taugt. Beim Punkt Arbeitslosenversicherung in der Hinsicht nicht. Es ist zwar jedermann auf die Marktwirtschaft als ein Lebensmittel verpflichtet, so er kein Eigentum hat und andere arbeiten lassen kann, aber dass er deswegen auch genutzt würde, von einem halbwegs erträglichen Auskommen ganz zu schweigen, ist gar nicht sichere Sache. Da muss man, auch wenn man unqualifiziert ist, damit rechnen, im nächsten Monat, im nächsten Jahr oder im übernächsten auch einmal auf die Straße zu fliehen. Dann ist man doch mal arbeitslos. Der Kampf also um eine Arbeitslosenversicherung ist von diesem miesen, aber eben aufgenötigten Maßstab getrieben, für den Fall Vorsorge zu treffen, dass man sich ernähren kann, wo man sich von seiner Arbeit eben nicht ernähren kann. Den Staat hat es in einer Hinsicht eingeläutet, dieses Verlangen. Im Interesse an der Benutzung der ganzen arbeitenden Klasse hat ihn die Sache mit der Arbeitslosenversicherung eingeleuchtet. Nämlich so, dass wenn Leute heute entlassen werden, auch in größerem Umfang, sie aber morgen vom Kapital wieder gebraucht werden, diese Jungs sich fit halten müssen, sich ernähren müssen, damit sie wieder ihren Mann stehen können. Also muss man ihnen Zwangsbeiträge abknüpfen, mit denen man sie über eine gewisse Zeit über Wasser hält, damit sie wieder in die Mühle zurück können. Dieser Standpunkt ist nicht mal dasselbe wie der schon für sich genommen bescheidene, mit dem ein Arbeiterindividuum antritt und sagt, ich will mich ernähren können, wenn ich einmal keine Arbeit habe, von Versicherungsbeiträgen, die mir dann zurückerstattet werden. Denn jeder weiß, der Staat sorgt gar nicht dafür, dass jedes Individuum, das aus der Mühle rausfliegt, dann auch entsprechend verköstigt wird. Je größer das Arbeitslosengeld wird, je mehr die Reserve an ihm anstellt, umso weniger läutet den Staat ein, dafür Geld daraus zu rücken. Also kürzt er Gelder, regelt die Zumutbarkeit neu und etliche fliegen aus der Armutsversorgung vollständig raus und bilden diesen Sockel der Arbeitslosen, der irgendwann auch noch aus der Statistik rausfliegt. Und das tut der Staat, weil er sich sicher ist, bei solchen Massen von Arbeitslosen ist der Gedanke der Reserve angelegt. Also vom Kapital nachgefragte Reserve, wo auch mal wieder benutzt wird, Genüge getan. Da muss man gar nicht alles fit halten und mit Geld versorgen, damit sie sich am Leben halten. Das kann man auch anders regeln, da können wir zu sozialen Mitteln anhalten. Die SPD hält aber diesen Gedanken des Sozialen, wahrgemacht in einem Sozialstaat, für so ziemlich dasselbe wie das, was sie sozialistisch gleich Beseitigung der Ausbeutung nannte. Sozial und sozialistisch, das gleichzusetzen, das ist der große Irrtum oder anders ausgedrückt auch das historische Verdienst der SPD. Der Bismarck und sein Reich konnten nämlich mit dieser Sorte sozialistischen Umstürzlertum recht gut leben, weil die Leute, die auf diese Weise den Umsturz betrieben hatten und befreien wollten, sich sehr gut bedient sahen durch die Bismarckschen Sozialgesetze. Und so kam es, dass diese von der SPD heute immer als Martyrium zitierten Sozialistengesetze 1890 sang- und klanglos ausgelaufen sind und in der Versenkung verschwanden. Eine Partei, die diesen verkehrten Übergang aus einem Ausgangspunkt heraus, der schon diesen Fehler enthalten hat, gemacht hat, die ist reif für neue Farben. Wer nämlich diesen Fehler hinter sich hat und meint, das, was er Sozialismus genannt hatte, sei sehr gut bedient durch ein soziales Wesen in der Gesellschaft, durch Versicherungswesen aller Art, der ist nämlich der Auffassung, dass er in dem Land, in dem er lebt, eine verteidigenswerte Nation vor sich hat, in der er als Sozialist, der den Sozialstaat wollte, etwas hat,
dass er gegen Anfeindungen von außen verteidigt. Auch wenn, muss man sagen, das zweite Kriterium der Sozialdemokraten im Kaiserreich noch gar nicht so recht zufriedengestellt war. Das war ja immer noch eine Monarchie, der damalige Kaiser hieß Wilhelm und nicht Willi. Und insofern war ein Gedanke der SPD noch gar nicht untergebracht in diesem Scheißladen, eben nur der Gedanke des Sozialen. Das hat gereicht für den Standpunkt, das ist ein verteidigungswertes Vaterland. Und wenn es einen Krieg gibt, dann wissen Sozialdemokraten, was sie zu tun haben. Die paar logischen Übergänge, die jetzt fällig sind, wenn eine Nation für verteidigungswert hält und diese Nation auf Krieg macht, die kann man jetzt nicht schnell selbst erzählen lassen. Der erste Punkt war der, Kaiser Wilhelm brauchte Geld, um seinen Krieg zu machen. Dazu hat die SPD alles Mögliche im Reichstag gesagt, nämlich zu den Kriegskrediten. Natürlich als Quelle des Zitat 4. Die Sozialdemokratie hat diese verhängnisvolle Entwicklung mit allen Kräften bekämpft. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatwahl des Krieges. Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. Da machen wir wahr, was wir immer betont haben. Wir lassen die Stunde der Gefahr des eigenen Vaterlandes nicht im Stich. Und so haben sie die Kriegskredite belegt. Hier noch mit dem Standpunkt, ja, wenn schon Krieg, dann ist es leider notwendig, dass man das Geld davon ausdrückt, dass er etwas für die Verteidigung tut. Bloß, wer seine Nation für eine gute Sache hält, der muss es doch gar nicht bei diesem Leider bewenden lassen. Wer seine Nation für eine gute Sache hält, der ist doch bloß den Schluss fähig und willens zu sagen, was gut ist, das gehört verbreitet auf der Welt gegen andere. Das gehört gestärkt. Genau dieser Übergang ist der SPD 1940 geläufig gewesen. Die hatten genauso gemacht. Dafür gibt es das Zitat B. Da unterhalten sich hochgestellte Sozialdemokraten. Eduard Garbig heißt der eine. Der war später in Weimar, war kurze Zeit Innenminister. Otto Wils, der andere, sehr bekannte heute. Die unterhalten sich darüber, dass man den Franzländern den Kongo wegnehmen müsste. Dass das für deutsche Kraft und Stärke gut sei, einen Flottenstützpunkt in Afrika zu haben, in Tanga. Dass Deutschland seine Kräfte expandieren muss. All das war dieser Partei total geläufig. Sogar der nächste Übergang läuft mit einer sozialistischen Partei dann ein, wenn die Nation verteidigungswert ist. Ja, wenn die Nation verteidigungswert ist, weil sie dem Volke angeblich nutzt, sein Lebensmittel ist, dann muss auch das Volk sich hergeben als Material für die Verteidigung des Staates. Dann kommen solche Brüder darauf, ein Lob des deutschen Volkes abzuliefern, das sich hinter Hitler nicht verstecken muss. Da zitiert wieder dieser Eduard Garbig, der Sozialdemokrat, Friedrich Naumann, bekannter Stiftungsgründer einer FDP-nahen Stiftung. Also die gehören alle in denselben Sack, und wenn man draufsteht, trifft man nur den Falschen. Friedrich Naumann hat in einem Artikel in der Hilfe vortreffliche Worte über die nationale Leistung der Massen im Krieg gefunden. Das Volk steht auf, das weite, breite, nicht, das soll immer sein, das weite, breite, gute Volk der öffentlichen Staat. Der Mann, der in Frieden ein Gemeiner genannt wurde, er geht, nachdem der erste Schrecken überwunden ist, an seine Kriegsarbeit, wie er zur Maschine ging, oder auf den Acker. Wie weit liegen heute die Klagen hinter uns, dass das Volk unerzogen sei? Wenn es gut gefühlt und achtungsvoll behandelt wird, so ist es tadellos gut. Keine andere Nation hat ein so kräftiges, anspruchsloses Menschenmaterial, bei dem gleichzeitig so viel Verstand und guter Wille vorhanden sind, als im deutschen Heere. Und schließlich bringt der Krieg noch eine Grafikdame mit. Die fehlende Demokratie nämlich, die den Sozis etwas Bauchschmerzen gemacht hat bei der möglichen Weltkriegskredite, die wird im Krieg jetzt wahrgemacht. Wie Sozialdemokraten
CD-Aufsatz, der heißt Ein Hoch auf den Kaiser. Auch die Fürsten tun mit Aufopferung und Hingabe ihre Schuldigkeit an der Verfeindung des Vaterlandes. Auch ihre Kinder und Brüder fallen vor den Feinden, auch sie sind Glieder dieses deutschen Volkes, dessen Kraft und Treue sich jetzt so herrlich bewährt. Keine Entgleisung eines Sozialdemokraten, sondern sozialdemokratische Programmatik bis 1988. Deswegen muss man gar nicht zu Heine nach 1890 zurückgehen, sondern dann auch den Herrn Koschnick, den ehemaligen regierenden Bürgermeister von Bremen, in der Affäre befragen und kriegt genau dieselbe Antwort. Nie war individueller Pazifismus Grundlage sozialdemokratischer Programmatik. Gegen Streitkräfte, die als Staat und Staate konzipiert waren, gegen einen Militäradel, der den Herrscher verpflichtet war, standen die Sozialdemokraten, nicht aber gegen die Verteidigung der Freiheit und den Schutz des Rechts. Das ist insofern Wahlmacht für Demokratie verstanden, dieses Denkens, weil der Krieg, in dem Fürsten die Arbeiter verbluten, den Gleichheitsgrundsatz wahrmacht. Der Staat ist ein Lebensmittel aller, so heißt der Beschluss. Und also haben alle ihm zu dienen. Und insofern sich keiner ausnimmt, also auch die herrschende Klasse nicht, geht jedes Opfer auf der ausgebeuteten schwer in Ordnung. Nationalismus, ich will hier mal ein Missverständnis mal haben. Nationalismus fängt also nicht bei der Kriegshetze an, so wie es viele Leute meinen. Nationalismus hat in der Kriegshetze seinen logischen Endpunkt. Angefangen hat diese Logik damit, einen Sozialstaat gut zu finden, also seine Nation für einen brauchbaren Laden zu erklären. Dann folgen alle anderen Übergänge wie von selbst. Dann ist sie verteidigenswert, dann müssen wir dafür die Rübe hinhalten und dann ist das gut und nicht schlecht. Also eine Warnung, den Nationalismus nicht an der falschen Ecke zu kritisieren, sondern an der richtigen, nämlich an der, die alle was für harmlos gilt. Es hat übrigens in der SPD vereinzelt Skrupel gegeben, gegen dieses Programm Kriegskredite zu bewilligen, mit dem Kaiser ins Feld zu ziehen. Es hat eine Abspaltung gegeben in die UrSPD. Ja, stimmt, es waren Kritiker dieser Politik, bloß was haben die eigentlich kritisiert? Von denen ist mir zum Beispiel nicht der Vorwurf untergekommen, ich habe wirklich intensiv Material studiert, dass sie etwa eingewandt hätten, hier werden Proletarier fürs Vaterland verheizt, dass sie nach Marx gar nicht haben. Spinnt ihr eigentlich, werte Genossen, dieses Programm zu unterschreiben und zu befördern? Diese Kritik kann schon deswegen nicht geben von US-Mitgliedern, weil sie das Prinzip der allgemeinen Wehrhaftigkeit seit Rota immer flott mit unterschrieben haben. Da waren die schwer dafür. Ja, und wer für Militär ist, wird ja wohl nicht gerade beim Fried Zimmerlis sein, oder? Für andere Sachen gibt es das nämlich nicht. Der Vorbehalt, den diese Gruppe gehabt hat, die sich da abgespalten hat, die, der hat geheißen, dieser Sachlagen, den wir da verteidigen, der DNP, nicht bloß mitbestimmen, sondern bestimmen kann, was in Sachen Krieg und Frieden läuft, wollen wir das Ding einfach noch nicht unser Vaterland taufen. Dann sind sie raus, haben sich zum Teil abgesplittert in die KPD und sind 1922 brav zurück in den Schoß der SPD gegangen. Da merkt man, was sie gemeinsam haben. Das war die Etappe, dass eine sozialistische Partei eine Nation verteidigt findet und in das Kriegshorn der Monarchie bläst und eigentlich mitmacht. Aus ihren ganz eigenen sozialdemokratischen kritischen Erwägungen heraus. Das ging so bis 1918 hin. Und dann hatten etliche Arbeiter und Soldaten die Schnauze ziemlich voll von diesem Krieg. Aus dem Geschichtsbuch weiß jeder vielleicht von diesen legendären Tagen im November 1918, über 1919, die Novemberrevolution,
im Geschichtsbuch ein. Die nächste Etappe sozialdemokratischer Bewährung. Da haben Arbeiter, vor allem aber auch Marinesoldaten, sich geweigert, den letzten Flotteneinsatz für das Wilhelminische Kaiserreich mitzumachen. Die haben das sabotiert, Rabatz gemacht, Streiks gab, und da haben sich etliche Forderungen zusammengefunden. Da wurden Arbeiterräte zum Beispiel gefordert, wo die Arbeiter selber bestimmen, was mit der Wirtschaft laufen soll. Dann wurde gefordert, Sozialisierung der Grundstoffindustrie, also schon wieder etwas seltsamer, weil da ja offenbar ein Staat gedacht ist, der das in die Hand nimmt, nicht die Arbeiterräte. Dann haben sie gefordert, Löhne hoch, Kapitalismus runter. Es hat sich also etwas Umstürzlerisches mit anderen Forderungen vermischt, die man von der Sozialdemokratie in Sachen Sozialstaat kann. Damit waren Sozialdemokraten konfrontiert, die ja schon in Sachen Regierung unterwegs waren, die ja schon was zu sagen hatten. Ebert hat erstmal damit versucht, die Monarchie gegen diese Aufrührer zu stützen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er sich den Trick ausgedacht, die Republik auszurufen und hat 3 SPDler und 3 USPDler gefunden, diese abgespaltene Mafia, die an Rat der Volksbeauftragten gegründet haben, wie es das geht. Die Arbeiterräte haben gedacht, die streikenden Massen, das ist sowas wie eine provisorische Übergangsregierung, um unser Rätesystem einzuführen. Ebert hat gemeint, da machen wir ein Provisorium, das die Nationalwahlen mündet, damit wieder eine ordentliche Republik alten Zuschnitts herkommt, diesmal unter unserer Führung. Der Gegensatz war also klar. Die einen wollten eine schöne Republik, in der die SPD federführend ist und eine Regierung kommt. Die anderen haben auf den alten SPD-Standpunkten des Umstürzlertums, weg mit der Monarchie, stattdessen Arbeiterräte, bestanden und wollten einfach nicht nachgeben. In dieser Stunde hat die SPD eine bis heute gültige Klarstellung über ihr Verhältnis zu den arbeitenden Massen, die sie ja ihre Klientel nennt, vom Staat angelassen. Das ist die Klarstellung, die sie unter 5 findet. Das Ziel der Sozialdemokratie ist planmäßige Erzeugung und Verteilung mit allgemeiner Arbeitspflicht und so weiter. Dieses Ziel ist nicht durch plötzliche Aktion, noch weniger durch planlose Willkür, sondern nur auf dem Weg, der durch die öffentliche Gewalt zu fördernden wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung zu erreichen. Die Arbeiter haben ganz offenbar einen Fehler gemacht, in Anführungszeichen. Die Arbeiter hatten sich gedacht, Unzufriedenheit, das berechtigt doch zu einem Einigen, zuallererst zum Widerstand. Die Sache, womit man unzufrieden ist, in die eigene Hand nehmen. Die SPD stellt klar, nein, so ist das nicht. Unzufriedenheit berechtigt nur zu einem. Die SPD zu wählen, beziehungsweise auf den Gang der öffentlichen Gewalt und wie sie die Geschichte und Entwicklung lenkt, zu vertrauen. Da haben sie mal eine Abfuhr gemacht. Was ist die SPD als verlängerter Arm des Proletariats? Nicht, was die sich da auf den Streik eingelassen haben, sich eingebildet haben. Ein Unterstützer, eine Hilfsorganisation und Klassenkampf am Leben zu erhalten oder zu befördern, sondern eine Institution, die da unzufrieden sind, den Willen gegen die Unzufriedenheit etwas zu tun, an die SPD zu delegieren. Nicht Klassenkampf, sondern SPD wählen. Das war das Gebot der SPD. Das haben viele Arbeiter nicht eingesehen. Und deswegen ist es zu dem viel zitierten Einsatz gekommen von Noske, dieser Bluthund heißt er immer in den SPD-Broschüren selbst und auch in den Geschichtsbüchern, der das Militär der Weimarer Republik gegen diese streikenden Arbeiter geführt hat und etliche umgelegt hat. Dasselbe haben sie kurz darauf nochmal gemacht. Erst haben sie die Arbeiter antreten lassen mit einem Generalstreik gegen den Kapuzsch,
Das war so ein reaktionärer Sack aus den östlichen Gebieten. Der hat noch einen General gefunden, den Lüttwitz. Der hat noch einen Patron gehabt, die ihm ergeben waren. Die haben versucht, die Republik zu kippen. Dagegen hat die SPD noch Arbeiter und Gewerkschaften mobilisiert für einen Generalstreik gegen diese Mafia. Und ein Jahr später hat sie dieselben Truppen, mit denen der Kapp ankam, benutzt, ist ins Ruhrgebiet gezogen und hat die Rote Ruhrarmee umgewalzt. Das waren so übrig gebliebene, streitende und rebellierende Arbeiter, die sich so zu kleinen Bürgerkriegsarmeen zusammengetan hatten und partout nicht einsehen wollten, dass sie nicht der Herr ihrer eigenen Geschichte sind, sondern an die SPD delegieren sollen, was sie eigentlich wollen. Arbeiterpartei ist die SPD trotz allem geblieben. Erst hat sie die Leute umgesetzt, die sich ihr in den Weg gestellt haben. Dann hat sie den umgesetzten Arbeitern, den vermögenden Anhängern des Rätesystems, in der Weimarer Verfassung einen Paragraphen 165 geschenkt, wo Betriebsarbeiterräte eingeführt wurden. Das sind diese trostlosen Pflaumen, wie sie auch heute existieren, die einsehen dürfen, was Regierung und Betrieb wirtschaftlich für notwendig halten. Zu diesem Vorgehen hat sich die SPD richtig programmatisch bekannt. Dafür steht dieses sechste Zitat des Görlitzer Programms. Das war von ihr kein historischer Ausrutscher, dem ist kein Leier gefolgt, sondern es war eine Programmatik, die sich zusammengefasst hat in einem wichtigen neuverschiedenen Programm, eben das von Görlitz. Und da heißt es, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist entschlossen, zum Schutze der errungenen Freiheit das Letzte einzusetzen. Sie betrachtet die Demokratische Republik als durch die geschichtliche Entwicklung unwiderruflich gegebene Staatsform, jeden Angriff auf sie als ein Attentat des Lebensrechts des Volkes. Man muss sich mal überlegen, was da los war. Die SPD behauptet in diesem Zitat, sie würde diese Weimarer Republik, also das bisschen Demokratie, das es da gab, mit Zähne und Klauen verfeinden. Was gab es da? Da gab es Arbeiter, die ramponiert aus dem Krieg zurück waren oder auch nicht. Also ziemliche Elendsgestalten sind da durch die Republik gegeistert. Da gab es zweitens an der Wirtschaftsfront das, was man so rückblickend heute das Gruselkabinett nennt, wo Leute zu Hungerlöhnen gearbeitet haben, aber immer weniger überhaupt gelassen wurden. Massenarbeitslosigkeit ist angesprochen. Hat die Schreckensgemälde, die man nachträglich von Weimar übersetzt, Krieg, die angeblich in den ganzen Faschismus eingeführt haben. Das war Sache. Also Scheiße auf der ganzen Front für die, die sich von Arbeit über Wasser halten müssen. Und die SPD geht her und sagt, das halten wir für die unwiderruflich gegebene Staatsform, die wir mit allen Mitteln verbreiten. Der Erfolg, den die SPD in dieser Republik also offenbar sieht, kann unmöglich in der materiellen oder materiell aufgebesserten Lage derer gelegen haben, die am Arsch waren. Der Erfolg, den die SPD in dieser Republik gesehen hat, war, sie ist eine Partei, die bei Wahlen gewählt werden kann und die an die Regierung kommen kann. Das alles ist jetzt möglich. Beteiligung an der Macht, die es gibt. Das ist die Errungenschaft und Freiheit, die die SPD mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und an dieser Stelle, so muss ich sagen, löst sie ein, was der Titel unseres Plakates ist. Dieser Standpunkt, die Demokratie wird auf Teufel komm raus verteidigt, die wir da haben 1921, ist dasselbe wie das Programm Kampf gegen Klassenkampf. Klassenkampf, wo sich ein Arbeiter oder die Arbeiter auf den Standpunkt stellen, sie nehmen ihr Interesse gegen die Wirtschaft, gegen den Kapitalismus vorzugehen, zu streiten, sei es, weil sie Löhne durchsetzen wollen auf eigene Faust, sei es, weil sie mehr gegen den Laden vorhaben. All das ist unter ein sehr hartes Verbot von der SPD gestellt. Und zwei Titel führen sie ins Feld, die machen einfach straflos. Es wird ja hier allen Ernstes behauptet, dass wenn die Arbeiter auf den Trichter kämen, auf Klassenkampf zu machen, sie gegen das Lebensrecht des Volkes, also gegen sich selber verstoßen würden.
dass also die SPD, wenn sie auf solche Leute einschlägt, eigentlich nur den Willen derer vollstreckt, gegen die sie vorgeht. Das ist dieselbe Logik, die 1967, 1968 die SPD in die Notstandsgesetze geschrieben hat. Da hat sie sich diesen Übergang mit Bundesgrenzschutz und Militär gegen möglicherweise aufkommende Unruhen und Streiks von Arbeitern vorzugehen, als Notstandsgesetz, als in der Demokratie erlaubten Übergang fixiert. Das Selbstbewusstsein der Partei ist allerdings ganz anders. Dass die sowas guten Gewissens aufs Papier bringen, das liegt daran, dass diese Partei ernstlich meint. Nicht, das ist ja wohl Kampf im Klassenkampf, was wir hier ankündigen. Der Aufruf kriegt es auf die Schnauze. Sondern diese Partei fasst Kampf im Klassenkampf, was ich so nenne, eigentlich als Erfüllung des Klassenkampfes auf, den sie immer gemeint hatte und für den sie angetreten war. Deswegen nochmal die paar Entwicklungsstufen, die logischen, die die SPD da hinter sich gebracht hat. Angefangen hatte sie, Punkt 1, mit einem Kampf gegen Ausbeutung und Staat. Zweitens aber war das für sie immer gleichbedeutend mit Kampf für einen Schutz durch den Staat gegen die Ausbeutung und ihre größten Auswüchse. Das ist eine neue Definition des Ziels. Eben die Verwechslung von sozialistisch sein, den Umsturz betreiben, zu im Staat das Soziale durchsetzen. Und die SPD hat durchaus empfunden, dass das eine neue Definition, ein Übergang ist und hat deswegen immer sich bemüht, diesen Widerspruch zu vermitteln. Das hat sie getan durch ein Angebot. Ein Angebot, nämlich wie man die Sache denken möge. Und das heißt, sozial ist zwar nicht dasselbe wie sozialistisch, gleich Umsturz der ganzen Ausbeuterordnung. Aber letztendlich lässt es sich doch als dasselbe denken. Nämlich dann, wenn man das Betreiben der Sozialgesetzgebung, das Befördern von Demokratie begreift, als viele kleine Schritte und Reformen, die sich in ihrer Summation hinbewegen zu dem letzten Ziel grundsätzlicher Änderung des ganzen Staates. Es ist, wie gesagt, ein Deutungsversuch der SPD gewesen, diesen Widerspruch zu vermitteln. Die Wahrheit ist es nicht. Tausend Reformen ergeben eben keine Revolution. Man kann 97 Mal die Mehrwertsteuer korrigieren, 120 Mal die Arbeitslosengesetzgebung verändern. Aber es wird nie eine Beseitigung der staatlichen, wirtschaftlichen Realitäten daraus, die man auf diese Weise immerzu verändert, meint zu verbessern und so fort. Viertens hat der SPD eingeleuchtet, wenn man das Soziale, das ja letztendlich mit unserer sozialistischen Idee identisch ist, wenn man das verbreiten möchte, dann brauchen wir unbedingt Demokratie. Denn ohne dass die Arbeiter sich ausstellen können, dann braucht es eine Meinungsfreiheit, ohne dass sie Figuren haben, die sie wählen können, dann braucht es eine SPD und ein Wahlrecht für Arbeiter. Ohne das alles gibt es ja gar keine Verlängerung des Arbeiterinteresses in den Staat hinein. Also braucht es Demokratie. Und schließlich, Schritt 5, man gehört Lage der Massen erst messen muss, ob der Laden lebenswert ist, sondern die bloße Methode, wie mit diesen Massen umgegangen wird, schon für sich das ganze Gütesziel ist. Sie können SPD wählen, also kann der Laden gar nicht schlecht sein. Nach der Logik eben, wenn Arbeiter wählen können, dann muss ja wohl ein Staat, in dem von Arbeitern gewählte Figuren das Sagen haben, auch in deren Interesse sein, zu deren Nutzen. Eine Behauptung, die jeder heutzutage widerlegen kann, wie er will, die aber auch im Wahlakt selbst locker zu widerlegen geht. Denn jeder weiß, kreuzt man bei der Wahl nicht an, was man in Sachen Lohn oder Wohnraum für Wünsche hätte, welche Interessen da angemeldet gehörten,
sondern man kreuzt Idioten an, die einem hinterher sagen, was in Sachen Jugendfonds noch nicht geht. Das ist der doppelte Fehler der Sozialdemokratie. Zum einen, dass Demokratie plus ein sozialer Staat dasselbe sei wie die Aufhebung des Klassengegensatzes, gegen den sie immer zu gewettert hatte, durchaus auch mit Marx. Dieser doppelte Fehler steckt programmatisch im Namen dieser Partei. So hat sie sich denn auch zutreffenderweise, muss man sagen, genannt. Sozialdemokratische Partei. Die alten SPDler haben aber den Widerspruch, von dem ich geredet habe, durchaus noch gespürt. Sie haben rumgedrückt an diesem Thema, dass es doch offenkundig nicht ganz dasselbe sein kann. Sie sagen, eine Beteiligung am Staat sei letztendlich gleichzusetzen mit einer Beseitigung von Staat und Ausbeutung. An diesem Thema haben Sie gewirkt und gedeutet diese Weg und eine langatmige Diskussion entfacht, die den Titel trug, der hier unter siebtens steht: Reform oder Revolution. Da haben sich alle Klassiker beteiligt, wie die Rosa Luxemburg. Von der stammt das erste Zitat. 7a, die sagt die Frau. Wir müssen das so sehen. Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, in dem wir der Kampf um die soziale Form Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist. Das ist mal die erste Auffassung. Demokratie ist ein Mittel für Revolution. Die ist unzutreffend, die Auffassung. Auch wenn sie mal unter der Rede, die es verbreitet war. Der Gedanke soll plausibel sein. Wer Klassenkampf machen will, braucht ja auch Demokratie, also auch Freiheiten wie Meinungsfreiheit zum Beispiel. Als Bedingung seines Kampfes. Bloß die Inanspruchnahme dieser Freiheit für verbotene Interessen wird mit dem Entzug dieser Freiheit bestraft. Was hat man dann? Dann hat man einen Kampf am Hals gegen denjenigen, gegen den man eine Freiheit durchgekämpft hatte, der sich einem entzieht, wenn man die für Interessen benutzt, die verboten waren. Also muss man jetzt doch wieder gegen den kämpfen, wie ganz am Ausgangspunkt. Und die Bedingung, von der gesagt war, sie sei eine nützliche für den Kampf, hat diesen Kampf nichts hinzugefügt, was nicht von ihm selber durchgesetzt und in die Wege geleitet würde. Also kann man aber auf die Bedingungen pfeifen. Dann soll man gleich sagen, wir sind für Umsturz und nicht anfangen mit dem Umweg, wir sind erst für Meinungsfreiheit und dann für Umsturz und wenn wir es sagen dürfen, werden wir verboten. Wer aber diese Logik denkt, der findet offenbar an dem, was der Kampf Bedingungen nennt, Freiheit und Demokratie, offenbar selbst etwas Schätzenswertes. Das jenseits dessen liegt, bloße Bedingungen für seinen unstürzenden Kampf zu sein. Dass sich damit wichtig liegt, kann man sagen, sehen, dass ich das Ziel kein Buchblech zitieren. Liebknecht sagt, wodurch haben wir unsere Macht in Deutschland erlangt? Gerade dadurch, dass wir von Anfang an, statt zu sagen, wir leben in einem Wolkenkuckucksheim und kümmern uns nicht um die praktischen Dinge, dass wir von Anfang an für das Wohl der arbeitenden Klasse überall praktisch eintragen. Wir haben es nicht gemacht, wie der Mann erinnert, der sich nicht waschen wollte, wenn ich das Ganze leer habe. Und so hat er sich lieber gar nicht gemacht. Heiterkeit, vermerkt das Protokoll. Also ich finde, der Engländer ist zwar nicht ganz bei Trost, den er da zitiert, aber der Liebknecht ist auch nicht besser drauf. Denn wenn einer schon sagt, die Dienst darum, dass die Arbeiter sich im Sozialstaat waschen können, dann gilt einer sogar noch das mehr, von dem er geredet ist. Dann soll er auch nicht so tun, als sei er der große Bolzen, im Unterschied zu dem gleichen Engländer. Das, was er formulieren will, dieser Liebknecht, ist, was bei der Luxemburg als bloße Bedingung des Kampfes genannt wird, Demokratie, ist selber bereits für sich genommen ein Teilerfolg in Sachen Ziel. Also nicht bloße Bedingung, sondern selber schon ein Stückchen Erfolg. Ja,
von den Gedanken haben Demokraten sehr lieb gewonnen und mit dem Gedanken ihre Bernstein zur Vollendung gebracht. Bernstein, die Designer mit den 7C, wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, ist die Demokratie in weit höherem Grad, eine interessante Bestimmung, in weit höherem Grad Voraussetzung des Sozialismus, als es vielfach angenommen wird. Das heißt, das ist in höherem Grad, das heißt, sie ist es nicht nur als Mittel, sondern auch als Substanz. Wenn das Fremdwort Substanz dann stimmte, dann ließe der Satz ganz platt. Demokratie ist nicht das Mittel, sondern entgegen der vielfachen Annahme, sondern auch das Ziel. Nämlich Substanz. Ja, und was ist jetzt mit unserem Ausgangsziel, für das man doch bloß die Demokratie als Bedingung braucht? Da sagt der Darmstadt, dass ihm das ziemlich scheißegal ist. Ich gestehe es offen allen, sagt er in diesem Weg. Ich habe für das, was man gemeinhin unter Endziel des Sozialismus versteht, außerordentlich wenig Sinn und Interesse. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts. Die Bewegung alles. Jetzt haben Sie also ein neues Ziel in die Welt gesetzt. Demokratie soll schon ein erfülltes Ziel sein. Hatten aber zuvor behauptet, dass Sie diesen Schmarrn nur anstreben als Bedingung für Ihr Ziel Umsturz. Was wird denn jetzt aus dem ausgänglichen Ziel? Ein Ideal. Bernstein macht ganz drögen. Und das Endziel, Fragezeichen, das sagt er in demselben Aussatz, wo er vorher sagt, dass es ihm scheißegal ist. Und das Endziel, nun das bleibt eben Endziel. Normale Vorstellung, die in diesem Streit ausgedrückt wird. Die Vorstellung soll so lauten. Es gibt auf der einen Seite eine sozialdemokratische Theorie, in der wird ein Endziel, Wende des Sozialismus oder Revolution, festgehalten. Die Praxis dieser Partei besteht in unendlich vielen kleinen realpolitischen Schritten, die sich immer zu hinbewegen auf dieses Ziel. So ist die Vorstellung, für die geworben wird. Bloß hat er ja schon gesagt. 1000 Reformen ergeben eben keine Revolution. Das ist unwahr, dass einer, der immerzu am Sozialstaat dreht, mal das Arbeitslosengeld auf, mal runtersetzt, mit der Beseitigung der Wirtschaft beschäftigt wäre, die diese scheiß Sozialgesetzgebung überhaupt nur notwendig macht. Der wahre Sachverhalt ist also etwas anders, als wie die Sozialdemokraten sich in Sachen zurechtreden. Was sie da Endziel nennen, ist das Endziel ihrer sozialdemokratischen Praxis, dessen, was sie wirklich tun. Sondern steht, wenn man den Namen nimmt, einer Praxis völlig entgegen und taugt man auch nur zu einem, dieses Endziel. Das taugt nur dazu, dass man eine sozialstaatliche Praxis, das Mittun der Sozialdemokraten am ganz normalen demokratischen Getriebe, durch dieses Ideal überhöht, schön färbt, zu einer letztendlich rundum gelungenen und schönen Sache wie ausgebeuteten. Die SPD macht stinknormalen Sozialstaat und ist dabei eigentlich immer für die Ausgebeuteten unterwegs. Das ist die Logik. Dass die Formulierung des Endziels ein eigentliches Ziel anbietet, dass das Wirkliche in der Praxis wirklich zu Hause sein will, nicht ist, aber dass man immerzu dafür zitieren kann, dass die Praxis, die man macht, in einem rosigen Licht erscheint. Das ist so, wie wenn der Kanzler wartet, der darüber wütet, wird die Mehrwertsteuer erhöht und dazu wird er gefangen und vor von der Pro. Ziel ist also das verkehrte Wort für das, was die Sozis in ihrer Theorie da festhalten. Ideal. Das trifft die Sache viel besser. Ein Instrument zur Beweihräucherung einer Praxis, die mit dem genannten Ziel überhaupt nichts zu tun hat. Weil das so ist, ist natürlich auch notwendig,
dass man das, was man zu seinen Idealen rechnet, dass man das einigermaßen korrigiert. Es ist nämlich auf die Dauer nur schwer zumutbar für den Verstand, dass man den stinknormalen bismarckschen Sozialstaat oder das Modell Deutschland von heute als einen Erfolg anpreist und als Ideal in seiner Theorie immerzu noch formuliert, dass das Ziel der Umsturz der ganzen Scheiße sei. Entweder man sagt Erfolg, Modell Deutschland ist gut, dann darf man als Endziel nicht formulieren, dass man einen Scheißladen umkippen will. Entweder gut oder mies, beides verträgt sich nicht. Das haben Sozialdemokraten gemerkt und haben einige Generationen von Tüftlern damit beschäftigt, neue Ideale zu formulieren oder zu finden. Manche haben Revolution weiter gesagt und was ganz anderes darunter gedacht. Zum Beispiel habe ich gehört, Füchs und Schaf, vernetztes Denken bei allem. Eine neue Denkweise unter den Menschen. Der Weg in eine glückliche Zukunft ist auch beliebt unter dem Stichwort Revolution zu denken. Und schließlich die bekannteste Korrektur der sozialdemokratischen Ideale, das Bundesländer Programm. Wer die alten Programme mal studiert hat, Gotha oder Erfurt, ein bisschen habe ich davon vorgelegt, der erinnert sich, dass über den Kapitalismus sehr viel wunderbares Zeug behauptet wird, aber es wird nur so geklotzt. Klassen, Klassengegensatz, immer schroffer, immer schreiender, ein Elend der Wahnsinnigkeit. Programme dieser Art übrigens waren bis zum Bundesberger Programm 59 gültig für die SPD. Da stand es immer noch so drin. 59 veröffentlicht dieses Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei im Bundestag. Man guckt auf die erste Seite, ich habe angekreuzt. Auf der ersten Seite steht 8 Vielzeiler. Da kommt 17 Mal das Wort Mensch vor, kein Mal das Wort Klasse. Das ist der Widerspruch unserer Zeit, heißt der erste Satz. Dass der Mensch, Widerspruch unserer Zeit, dass der Mensch die Urkraft des Atoms entfesselte und sich jetzt vor der Folge fühlte. Also der Mensch, von dem hier die Rede ist, ist ein Trottel, der erst das Atom spaltet und sich dann nicht entscheiden kann, ob er mit Wasser kochen will oder Atompilze fabrizieren will. Dass der Mensch die Produktivkräfte aufs Höchste entwickelte, ungeheure Reichtümer ansammelte, ohne allen einen gerechten Anteil zu geben. Diesen Widerspruch aufzulösen, sind wir Menschen aufgerufen. Erstens gibt diese Widersprüche überhaupt nicht, weil sie keine besten Menschen sind. Da haben Kapitale, AKW-Fabrikanten und ein Staat von den Kernfabriken für seine militärischen Zwecke nutzen will, Karte gestanden. Und zweitens sind auch nicht die Menschen aufgerufen, Widersprüche zu lösen, die es nicht gibt, sondern die SPD will sich dazu aufrufen lassen. Zurück zur Chronologie. Trotz allem Hässlichen, was ich bis hierher schon über die Sozialdemokratie vermeldet habe, haftet ihr der Ruf an, ein aufrechter Kämpfer gegen Reaktion und Unterdrückung gewesen zu sein. Und spätestens dann, wenn man auf den Faschismus zu sprechen kommt, kriegen SPDler leuchtende Augen und meinen, dass sie hier so die Grundfesten hätten für eine aufrechte sozialdemokratische Tradition. Ich bin dafür, dass mit dieser Legendenbildung Schluss ist und sage ein paar Takte dazu. Die Auffassung der SPD, dass sie gegen den Faschismus einen Kampf geführt hätte, der verloren ging, ist von vorne bis hinten Schwindel. Erstens möchte ich fragen, was die SPD am Faschismus überhaupt zu kritisieren hatte. Das ist ja schon wichtig zu wissen. In dem Zitat unter 8 finden sich ein paar sozialdemokratische Äußerungen über den Faschismus, die darauf ausgehen. Zunächst einmal, was die SPD nicht am Faschismus zu kritisieren hat. Da gibt es ein Parteitagsprotokoll, das unter 8a abgedruckt ist.
zitiert nach einem Autor, der heißt Adolf, der Autor heißt Adolf. Da heißt es, der Faschismus zersetze den Staat. Nazis seien Knechte des Kapitals. Das Deutschtum der Nationalsozialisten bestehe darin, die geknechteten Deutschen in Südtirol zu verraten. Ich kann dem zunächst mal nur entnehmen, dass die SPD mit den Maßstäben, mit denen Faschisten agitiert haben, sehr vertraut war. Dass nämlich der Staat nicht zersetzt werden dürfe, war ein Argument von Hitler. Dass sich die deutsche Politik nicht zum Knecht des Kapitals machen dürfe, war ein Argument für Hitler. Dass Flug und Boden verbindet, dass die Südtiroler Heim ins Reich gehören, die Geknechteten, dass quasi die Nation durch die gewaltsame Klammer des Staates zusammengehalten, so etwas wie ein zoologischer Garten ist, der sich von Natur aus findet. Das haben die Faschisten verbreitet. Und die SPD führt sich vor, nicht als Kritiker dieser Maßstäbe, sondern als der bessere Vertreter dieser Maßstäbe. Punkt 2. Die SPD hat auch etwas zu kritisieren gehabt am Faschismus. Nämlich das, was der Wild unter 8b den Faschisten vorwirft. Es ist kein Zweifel, sagt der Wild. Das Volk wird aus dem nationalen Jammer heraus. Es hat es übersatt, Gegenstand von Bedrohungen und Demütigungen zu sein. Es kann die wöchentlichen Sanktionen, die technischen Ohrfeigen und Beschimpfungen durch außerdeutsche Chauvinisten nicht mehr ertragen. Dass das deutsche Volk in weitem Umfang in diesem Sehnen und Streben den Scharlatanen und Wunderdoktoren des Chauvinismus verfallen ist und dort Rettung sucht, wem staunt das und wer darf das selbstbewusst verurteilen? Sie, damit sind die Chauvinisten, die Faschisten gemeint, sie begehen die dümmste Sünde wider den heiligen Geist der Politik. Sie provozieren, während sie zur Gegenwehr völlig unfähig sind. Das ist ein offizieller SPD-Standpunkt. Keine Marotte von irgendeinem reaktionären Sack am außenrechten Flügel der SPD. Wie heißt diese Kritik zusammengefasst? Dass Versailles ein Schandvertrag war, weil er die deutsche Nation knebelt. Das hat schon der Scheidemann formuliert, dieser alte SPD-Sack. Und gewarnt, überhaupt den Friedensvertrag zu unterschreiben, mit dem Argument, dem möge die Handverdauung weder die Feder führt und so. Dass die deutsche Nation stark gemacht werden müsse, gegen das von außen auferlegte Kriegserlebnis, war auch im Wes und Scheidemann, wie man hier liest, vertraut. Das gehört sich. Ihm war deswegen, weil sie dieses Ziel, das die Nazis propagiert haben, durchaus selbstverständlich, dass die guten deutschen Massen hinter Hitler herliefen. Sie selber hatten dafür dieses Ziel ebenso Propaganda gemacht in der SPD. Und da war es ihnen nur zu selbstverständlich, dass ein Hitler, der dasselbe vertritt, mächtig Anklang findet. Jetzt habe ich dreimal pro, fehlt noch die Kritik. Wo ist die Kritik? Die Kritik steckt im letzten Absatz. Sie provozieren, sagen sie den Faschisten, die SPDler, ohne zur Gegenwehr mächtig zu sein. Das Argument heißt kurz und bündig. Für ein von uns durchaus geteiltes Ziel macht die Nation stark, setzen die Faschisten auf Krieg zur Unzeit, da wo er nicht gewinnbar ist. Krieg aus der Position der Ohnmacht. Das ist die sozialdemokratische Kritik an Hitler. Aus der Position der Ohnmacht, nicht Krieg, auch nicht das Ziel. Dieser Kritik entspricht durchaus, es passt sehr gut zusammen, was die SPD praktisch unternommen hat. Praktisch hat sie nämlich gegen Hitler Folgendes unternommen. Drei Sachen. Erstens, den Grünen, diesen reaktionären Vorgänger, den sie selber reaktionär nannte, ein Vertreter der Rechten, der Reichskanzler, den hat sie mit allen parlamentarischen Mitteln gestützt gegen den Hitler, damit nicht der rankam. Nach der Logik, es ist das kleinere Übel, wenn ein Rechter wie der Herr Grüning seine Notverordnung gegen die Arbeiter von Stapeln lässt und deswegen wohl abgeschoben wird. Statt dass Hitler sowas tut.
Das war die erste praktische Tat der Sozialdemokraten. Das rechte Übel haben sie gestärkt. Die zweite Tat der Sozialdemokraten war ihre Propaganda und Aktion gegen die Idee des Generalstreiks. Das hat es nämlich gegeben damals, dass sich etliche Leute aus der KDG, auch etliche Leute unter dem Fußvolk der Gewerkschaften überlegt hatten, ob sie gegen den Hitler sowas wie einen Generalstreik probieren. Dagegen hieß das offizielle SPD-Argument, das bringt nur Chaos und Militärdiktatur. Deswegen haben drittens die SPDler noch etwas praktisch getan in Sachen Antifaschismus. Sie haben die Kommunisten bekämpft, die KPD, eine Partei, die damals hin und her lavierte zwischen der Idee, so etwas wie eine Zusammenarbeit mit der SPD auf parlamentarischen Wege hinzukriegen, so etwas wie eine Volksfrontregierung nannte sich das, gegen die Faschisten zu versuchen, oder auf Generalstreik zu setzen oder gar auf beides. Da war sie sehr unentschlossen und ist von der SPD heftig bekämpft worden. Unter anderem von einem Mann, dem wir folgende Überlieferung verwenden. 80, Bernstein. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Faschismus und proletarischer Diktatur, würde ich mich für den Faschismus erklären. Das ist ein sehr offenes Wort, widerlegt alle Legenden über den antifaschistischen Pakt der SPD und gehört erklärt. Dass die SPD ernstlich meinte, nicht, dass sie die Faschisten mochte, sondern dass sie ihnen näher stand als den Kommunisten, in denen sie den Todfeind sahen, das erklärt sich nach dem bisher gesagten gleich. Die SPD war ja der Auffassung, dass die Republik, die es gab, eben dieses Deutschland der 1920er Jahre, ein verteidigungswerter Laden sei. Das haben sie sogar per Grundsatzprogramm beschlossen. Sie war zweitens der Auffassung, dass der Hitler ein Ziel der Nation ansprach, das seine Richtigkeit hatte, das unterstützt gehört. Drittens war sie in der Methode zweifelig, ob jetzt Krieg das Richtige für dieses Ziel sei. Also stand sie dieser Seite schon mal sehr nahe, wohingegen die Kommunisten immer noch auf Umsturz machten. Also all das an Erfolgreichen, an Republik und Demokratie über Bord kippen wollten, was die SPD auf Biegen und Brechen als Lebensrecht des Volkes verteidigt wissen wollte. Deswegen geht in Ordnung, was Bernstein sagt. Das trifft zu, das ist die Geisteshaltung der SPD. Nur hat er damit nicht recht, sondern das ist eine Schweinerei. Die letzte Tat der SPDler gegen den Faschismus war deswegen eine Rede, keine Tat, kein Generalstreik, keine Aktion, sondern eine Rede im Parlament, die der Wels gehalten hat, um zu begründen, warum sie dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmen. In dieser Rede ist nochmal die Quintessenz dessen enthalten, was ich den Sozis vorwerfe. Wir Sozialdemokraten haben in schwerster Zeit Mitverantwortung getragen und sind mit Steinen dafür geworfen worden. Hier lohnt sich eine Partei dafür, dass sie sehr viele Taten gegen die Arbeiterklasse mit durchgesetzt hat. Weil sie vom Standpunkt der Nation auch in den Augen der SPD notwendig war. Wir haben geholfen, ein Deutschland zu schaffen, in dem nicht nur Fürsten und Baronen, sondern auch Männern aus der Arbeiterklasse der Weg zur Führung des Staates offen steht. Davon können Sie nicht zurück, ohne Ihren eigenen Führerpreis zu geben. Damit wollen Sie sagen, der braune Anstreicher aus Österreich ist nur deswegen an die Macht gekommen, weil die SPD dafür gekämpft hat, dass die kleinen Leute gewählt werden können, auch an die Macht, auch als Kanzler, dass also nicht mit dem blauen Blut entschieden ist, wer als nächster Monarch das Sagen hat. Übrigens, das ist mal ein Eingeständnis, das man sich merken sollte, dass Demokratie den Faschismus verhindere, deswegen gestärkt werden müsse. Das stimmt nicht mal in der elementaren Weise, dass wenn demokratische Sitten herrschen, also gewählt wird, der Faschismus nicht zu putzen hätte. Da ist einer ganz demokratisch als Faschist an die Macht gewählt worden und hat dann sein Zeug erledigt, wie es ihm vorschwebte. Dafür waren dann einige Parlamente
letztlich, die hat er aufgelöst mit seinem Ermächtigungsgesetz. Nun hat uns irgendein Grundsatz, geht es weiter in der Begründung, unserer Partei daran hindern können und gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Das ist noch der letzte Hinweis darauf, dass das Ziel der Faschisten eine Stärkung der deutschen Nation gegen ihre alten Kriegsgegner von der SPD geteilt wurde und ausdrücklich für vereinbar erklärt wurde mit allen sozialistischen Prinzipien und Traditionen dieser Partei. Und das stimmt, nur spricht es nicht für die SPD, sondern sehr gegen sie. Hier übrigens, in dieser Rede, liegt der zweite Kritikpunkt der Sozialdemokratie gegen den Faschismus. Die zwei, auf mir bin ich bei allem Studium nicht gestoßen, die zwei haben sie gegen sie losgelassen. Ihr wollt einen Krieg zur Unzeit, der nicht gewinnbar ist, obwohl das Ziel taugt. Und zweitens, gegen das Ermächtigungsgesetz, es gehört sich nicht, eine Partei aus der Verantwortung für die Nation auszuschließen, die willens und fähig ist, dafür Verantwortung zu tragen und das auch unter Beweis gestellt hat. Das ist die Beschwerde der Sozis, nicht mitmachen dürfen bei diesem Programm. Der Vollständigkeit halber gehört jetzt eigentlich gar nicht dazu, aber ich würde an manche Quellen, wenn man so rumliest, die einfach zum Abheftpunkt Augen und deswegen noch mitteilenswert sind. Die Gewerkschaft in dieser Frage ist in keinem Deut besser gewesen. Schaut euch mal an, was der allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund, der Vorstand, für eine Erklärung an Hitler losgelassen hat. Unter 8e. Das war so etwas wie ein Friedensangebot, eine Burgfriedenpolitik der Gewerkschaft gegenüber Hitler. 1933. Die Gewerkschaften, sagt Leitbart, so wie es dann aus der Vorsitzende, sind der Ausdruck einer unabweisbaren sozialen Notwendigkeit. Ein unerlässlicher Bestandteil der sozialen Ordnung. Der verwechselt also auch nicht für ein Arbeiterinteresse eintreten gegen die Ordnung und so für die Arbeiterinteressen eintreten, dass der Ordnung der staatlichen und gesellschaftlichen Einflussverhältnisse wird. Als organisierte Selbsthilfe der Arbeiterschaft sind die Gewerkschaften ins Leben getreten und im Verlauf ihrer Geschichte aus natürlichen Gründen mehr und mehr auch mit dem Staat selbst verwachsen. Das ist nicht natürlich, sondern erklärt sich aus dem Grad von mir gesagt, wenn die Vertretung eines Arbeiterinteresses als Stärkung einer von ihm gewünschten wirtschaftlichen Ordnung begreift, der verwächst deswegen mit einem Staat, der diese Ordnung schützt. Die sozialen Aufgaben der Gewerkschaften müssen erfüllt werden. Jetzt kommt ein interessanter Halbsatz. Gleich viel, welcher Art das Staatsregime ist. Der Mann will sagen, ob Hitler drankommt oder nicht, die Aufgabe der Gewerkschaft ist fest und wissend und geht auch unter einem Hitler zu erfüllen. Sie ist ein Beitrag zur sozialen Ordnung. Durch die Anerkennung und die Inanspruchnahme des staatlichen Schlichtungswesens haben die Gewerkschaften gezeigt, dass sie das Recht des Staates anerkennen, in die Auseinandersetzung zwischen organisierter Arbeiterschaft und Unternehmertum einzugreifen, wenn das Allgemeininteresse es erforderlich macht. Hier sagen die Gewerkschaften, wenn wir uns einmal zu einer Forderung versteigen sollten, die den Staat partout nicht in den Kram passt, dann sind wir auch willig, so etwas einzugehen. Wir anerkennen den staatlichen Eingriff des Allgemeininteresses. Schließlich, die Gewerkschaft beansprucht gar nicht, auf die Politik des Staates unmittelbar einzuwirken. Auch das ein Freibrief. Macht, was ihr wollt. Wir haben gegen dieses Programm nicht. Und jetzt kommt der von der Gewerkschaft einzige Kritikpunkt, der vom Bundesvorstand der damaligen Gewerkschaft vorgetragen wird. Und der heißt, eine wahre Gewerkschaft kann sich aber nur, hier fehlt ein Wort im Zitat, kann sich aber nur auf freiwilligen Zusammenschluss der Mitglieder gründen. Das ist das Argument, das heutzutage Tarifordnung heißt. Die Gewerkschaft ist zu sehr vielen
staatsdienlichen Leistungen bereit, bekennt sich auch dazu, dass sie das ist. Aber eines lässt sie mit sich nicht machen, sich das auszwingen. Das macht sie nur freiwillig. Das war der legendäre antifaschistische Kampf der Sozialdemokratie und diese Legende wird dann wirklich zerstört. Im Faschismus von 1933 bis 1945 hatte die SPD Pause, war nicht an der Verantwortung. Nach 1945 hat sie aus diesem Umstand politisches Kapital geschlagen. 1945 wird auch von Sozialdemokraten die Stunde Null genannt, Stunde Null. Alles war zerschlagen, der Krieg war vorbei, Deutschland hat verloren, alles war ein Stück verwaschen. Für die Sozialdemokraten ein Betätigungsfeld, optimal darin, dass man jetzt einmal ganz konform und aus freien Stücken sagen und definieren kann, was Sozis eigentlich für die Republik wollen. Einer, der das getan hat, war der Kurt Schumacher. Bei dem, was der gleich nach 45 wollte, wird mir wieder schlecht. Die Sozialdemokratie aber sagt der Welt, dass dieses Leben ohne ein einheitliches Deutschland für die Welt das gute Leben nicht ist, das den anderen Völkern als Kriegsziel vorgeschrieben hat. Ein so großes Volk ist ohne nationale Einheit ein Wert der Fäulnis und Zersetzung. Das sind Leute, die sind zum Teil wirklich von den Faschisten eingeschlafen. Und unser Jargon, der ununterscheidbar ist von den Argumenten. Also das deutsche Volk wäre ein Wert der Fäulnis und Zersetzung ohne nationale Einheit. Dabei betrachtet sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gerade wegen ihrer Betonung und Internationalität als die Vertretung der gesamten Nation. Sie ist wohl die einzige Partei in Deutschland, die der Vorwurf nicht treffen kann, dass sie sich zu den Grundsätzen des Rechts und der Vernunft erst in der Stunde der Niederlage gefunden haben. So furchtbar und eindringlich das Elend der Gegenwart an die Tore klopft, wichtiger ist die Zukunft. Was sagt der Mann? Mein Gott. Jetzt muss man sich vorstellen, es ist eine Rede, die hält er angesichts eines Trümmerhaufens, wo die Trümmerfrauen rumlaufen mit ihren Eimern und Ziegelsteinen suchen, um sich irgendeine Behausung zurechtzumachen. Was sagt er angesichts einer Nation, wo erst einmal etliche deutsche Volksgenossen verreckt sind und die, die nach Hause kommen, die haben ein Überlebensproblem. Was essen? Wie wohnen? Dem gegenüber tritt dieser Mann der SPD auf und sagt, euer elementarstes Lebensbedürfnis besteht in etwas ganz anderem. Das ist übrigens sehr viel wichtiger, sagt er, ausdrücklich. Die Not der Gegenwart, nun ja, aber die Zukunft ist wichtiger. Was ist dieses elementarste Lebensbedürfnis, das jeder deutschen Schülerfrau unter den Nägeln brennen soll? Na klar, Wiedervereinigung. Sie hat nichts zu beißen, geschweige denn eine geltende Frau, hat auch unmittelbar noch niemanden vor sich, an dem sie Steuern zahlen muss. Aber dass das unbedingt sein muss, dass es ein gesamtdeutscher Kaiser ist, an dem sie Steuern zahlt, das soll ihr sofort einleuchten. Das soll das elementarste Lebensbedürfnis eines Nachkriegsdeutschen sein, dass ein Herr Schumacher wünscht, dass der Regierungsbezirk eines demokratischen Bundeskanzlers das doppelte Deutschland, beide Hälften umfasst. Zweitens fühlt sich dieser gute Mann berufen, dieses Ziel am besten vertreten zu können. Dieses Ziel, Revision eines Kriegsergebnisses, weg mit der Teilung, Umkrempeln des ganzen Ergebnisses, ein starkes vereintes Deutschland bisher. Dafür ist die SPD die passende Vertreterin, so argumentiert sie die SPD. Und zwar mit welchem Argument? Hier wird ein Ziel vertreten, Stärkung der Nation, das man noch von Hitler im Ohr hat. Und das vertritt die SPD deswegen am glaubwürdigsten, weil sie von Hitler verboten war. Das ist ein
Argument, man kann Ziele vertreten, von denen man selber den Verdacht legt, die sind ganz dicht bei Hitler. Und sagt, dass man es darf und dass man daran glaubwürdig ist, weil man bei Hitler Pause hat. Übrigens, die SPD hat wirklich aus diesem Umstand Kapital geschlagen, die Entspannungspolitik, die Kniefallpolitik, die Brand, das Bemühen, eine Aussöhnung mit dem Osten herbeizuführen, um den Osten aufzuweichen. All das hat ein bisschen von dem gezehrt, was der Herr Schumacher hier anspricht. Der freche Nationalismus der BRD, sich im Osten ein bisschen einmischen zu dürfen, kam wirklich glaubwürdig daher von einem Willy Brandt, weil er sich darauf berufen konnte, dass er kein namhaftes Amt im Faschismus innehatte, da hatte er wirklich nichts mit zu tun, sondern seine Partei verboten war. Ja, dann waren die Ziele vertreten, die der Logik nach von denen des Faschismus nicht unterscheidbar sind, der Qualität nach des Faschismus übertreffen. Denn die Form von Weltherrschaft, die heute von der NATO angestrebt wird, die überschießt auch quantitativ ein bisschen das, was der Hitler mit seiner Ausdehnung im Osten zur Lebensraumgewinnung vorhatte. Den Remarchismus-Vorwurf hat diese SPD seltsamerweise nie gekriegt, was ich sehr ungerecht finde. Nicht, weil ich den Vorwurf gut finde, den finde ich blöd. Aber dass er nur auf Straß genutzt wird, finde ich wieder sehr ungerecht. Diesen Remarchismus-Vorwurf hat die SPD nie hören müssen von ihren Freunden. Stattdessen hat sie sich dem Nimbus zugezogen. Trotz oder mit diesem brutal außenpolitischen Ziel, so etwas wie der größte Pazifist aller Zeiten zu sein. Ich komme zu meiner letzten historischen Etappe, die ich erläutern möchte. Ich meine die Jahre 1950, 52 bis 56, so in diesen Drehjahren, wo die SPD eine Kampagne angeleitet hat, den Titel trug Kampf gegen Atomtod. Damals war die Frage, sollte die BRD wieder bewaffnen? Darf sie es? In welcher Form? Dieser Streit wurde ausgetragen und beteiligt waren die CDU unter Adenauer, die SPD und Schumacher aus solchen Deutschen und natürlich die Kriegsgewinner. Einfach an die Angst. Da hat es einen Streit gegeben. In diesem Streit hat die SPD unter ihrer Kampagne Kampf gegen Atomtod gegen eine Wiederbewaffnung argumentiert. Aber wie? Mit Pazifismus ist das, was die SPD eingewandt hat, gegen Wiederbewaffnung überhaupt nicht zu verwechseln. Der zentrale Einwand ist zusammengefasst im Zitat 10a. Das ist der SPD-Parteivorstand 1953. Die SPD, heißt es da, lehnt einen militärischen Beitrag der BRD unter den Voraussetzungen und in der Form des vorgesehenen EVG-Vertrages ab. EVG war das Konzept, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu erklären. So etwas wie die NATO im Kleinen auf Europa zugestimmt. Das lehnt sie ab. Mit welchen Argumenten? Weil sie a. der BRD keine Sicherheit gewähren und die den Verträgen zugrunde liegende bisher erkennbare Konzeption der BRD das Schicksal der verbrannten Erde nicht erspart. B. die Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung Deutschland blockieren. C. der BRD eine Gleichberechtigung gewähren. Keine Gleichberechtigung gewähren. Die drei Neins heißen im Klartext so. Eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, also der erste Einwand, ist für unsere militärischen Maßstäbe viel zu bescheiden und zu mickrig. Das ist kein Nein zu Bewaffnung, sondern ein Ja zu einer viel umfänglicheren Bewaffnung. Punkt B. Die Wiedervereinigung soll nicht blockiert werden durch eine solche Aufrüstung.
Er stand und hat ihm klargestellt, wenn Waffen eine bloß ohnmächtige Abgrenzung gegen den Osten sind, dann tragen sie auch nichts zur Wiedervereinigung bei. Der Gedanke ist etwas verzwickt. Er erklärt sich so: Es gab damals eine Stalin-Note, wo Angebote unterbreitet wurden. Ihr könnt die Wiedervereinigung haben, aber unter der Bedingung, dass der Westteil sich nicht in die NATO vermacht und zum Bündnispartner der Kriegsallianz gegen die Sowjetunion aufmacht. Das haben die Brüder damals abgelehnt. Da war ihnen ihr demokratischer Kapitalismus sehr viel wichtiger als die Einheit. Die SPDler hatten gemeint, da gibt es noch so etwas wie eine Spekulation. Vielleicht gehen die Russen von solchen Bedingungen ab. Dafür sind Waffen, die man sich hinstellt, die nicht sieg- und kriegsfähig sind. Ein schlechtes Argument unsererseits. Das könnte die Russen daran hindern, vielleicht auch diese Angebotsschiene fortzufahren wie jetzt. Die andere Hälfte der Spekulation ist die von mir genannte. Wenn schon Waffen der Wiedervereinigung dienlich sind, dann müssen es Brummer sein, mit denen man die Macht in die Schranken weisen kann, die die Wiedervereinigung durch ihre Macht verhindert. Punkt C schließlich. Der Kriegsverlierer von 1945 beansprucht Gleichberechtigung in so einem Kriegsbündnis, misst sich also bereits 1945, als der Laden total im Arsch ist. Entschuldigung, 1956, also als die Bundesrepublik noch gar keine einzige Knarre in der Hand hat, misst sich dieser Staat bereits an dem militärischen Niveau der ehemaligen Siegermächte. Kurz, die drei Nines, die die SPD hier formuliert, gegen die Wiederbewaffnung, sind nur die Bedingungen ihres Ja zu einer Aufrüstung, die dann aber Qualitäten bringen muss, wie sie Schumacher bei aller in aller Deutlichkeit formuliert. Das ist eine schöne Darstellung, dass ich hier nicht die SPD verboten habe, sondern dass ich Geist und Buchstaben sehr exakt getroffen habe. Schumacher sagt, aber ein jetzt hineinschlittern in eine voraussetzungslose Militarisierung kann ja nicht die Fakten erfolgreicher Abwehr schaffen, sondern vergrößert die Gefahren deutscher Vernichtung oder Beeinträchtigung bis ins Gigantische hinein. Nur, das ist die Meinung der Sozialdemokratie, wenn die demokratischen Streitkräfte hier in Deutschland so stark sind, dass sie die Kraft haben, bei einem Angriff aus dem Osten im sofortigen Gegenstoß die Kriegsentscheidung außerhalb der deutschen Grenzen zu tragen. Nur dann kann das deutsche Volk einen militärischen Beitrag für die Verteidigung der Freiheit der Welt leisten. Siegfähigkeit, das ist die Qualität, die die SPD an eine Militarisierung geknüpft hat. Etwas ganz anderes, als ein pazifistisches Mann zu gewähren, weil damit Leute totgeschossen werden. Diese Zeiten bestreiten die Wiederbewaffnung weiß jeder, sind heute vorbei. Heute ist die Bundesrepublik eine Weltwirtschaftskrise, der in der NATO so viel zu sagen hat, dass die Deutschen sich als erste europäische NATO-Geige begreifen und sogar auf Anti-Amerikanismus setzen und sich mit den militärischen Maßstäben der Vereinigten Staaten auf eine Stufe stellen. Also kurzum, ungefähr das erreicht hat, was die SPD 1956 gewollt hat, aber was ihr damals 1956 noch nicht erreichbar schien. Damit komme ich zu meinem Schluss, nämlich zum Begriff der tatigen SPD, wie sie heute durch die Lande läuft. Ich habe mal 15 Minuten, dann habe ich 125 Minuten für 125 Jahre gebraucht. Ich habe das auch mal so gesagt. Die SPD-Opposition damals, in den Anfängen, verlief nach dem Muster, die Sozialdemokratische Partei betreibt Opposition für einen Zweck, der hieß Sozialstaat und Demokratie durchsetzen, gegen die herrschende Staatsgewalt des Deutschen Reiches. Das Ergebnis
Ergebnis dieser Opposition war ein sozialer Staat in einer Sozialversicherung, freie Wahlrecht, seitdem freie Leitung für alle Deutsche, auch in der Arbeiterklasse. Aus einer falschen Kritik an der Ausbeutung der Monarchie ist ein staatsdienlicher Erfolg geworden. Demokratie und Sozialstaat, zwei Errungenschaften, mit denen eine waffenstrotzende NRD und ein kapitalistisches Weltwirtschaftswunderland bestens fahren. Die SPD-Opposition heute, 1988, schaut ein bisschen anders aus. Da muss sie nicht mehr einen Zweck gegen den herrschenden Staat durchfechten, der ihnen nicht anerkannt wäre. Die Berücksichtigung des Arbeiterinteresses, so wie damals, vorbei, gelungen. Die SPD-Opposition heute betreibt die Konkurrenz um dieselben Staatsziele, die auch die anderen Parteien, allen voran die C-Parteien, verfolgen. Das muss ich nicht lang erläutern, vielleicht reichen Stichworte, nur zur Erinnerung, zur Rüstung. Wie heißt die SPD-Linie? Haben wir genug Gewicht in der NATO? Ist die Anfrage an den Kanzler. Haben wir genug militärische Gewicht angesichts der Invasionsfähigkeit der Sowjetunion? Diese Form der Kritik an der Zielregierung misst die Regierung selbst an ihren eigenen Erfolgsmaßstäben und setzt keine Sachfremden und Staatsfremden dagegen. In der Wirtschaft ist gleich. Tut Kohl genug für die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft, etwa bei der Stahlindustrie. Auch hier weltweites deutsches Kapitalwachstum. So etwas gehört sich gefördert. Tut die Regierung genug? Methodisch gesprochen war das die Wahlkampfparole der SPD zur letzten Bundestagswahl. Deutsche Interessen sollen wieder zählen. Also genau das, von dem der Kanzler der C-Regierung sagt, das würde er am besten vertreten. Das ist die fertige SPD, nicht Opposition mit Arbeiterinteresse ohnehin nicht, aber auch nicht einen Zweck sozialstaatlicher Natur, Kontrastreit, sondern Konkurrenz um genau denselben Mist, den die Regierung der Christsozialen und Demokraten ohnehin betreiben. Ich habe mich an dieser Stelle gedanklich auf zwei Einwände gefasst gemacht. Man mag mir entgegenhalten, das ist der erste Einwand, dass natürlich damals die SPD revolutionär war, es auch sein musste, wegen der Verhältnisse, Monarchie, Ausbeutung und so fort. Dass sie es heute aber auch gar nicht mehr sein muss, weil ja schließlich der Sozialstaat und die Demokratie perfekt sind, durchgesetzt worden sind, auch unter Anteilnahme der Sozialdemokraten. Ich möchte dem Einwand Folgendes entgegenhalten. Erstens ist keiner der Skandale, die die SPD damals angeklagt hat, aus der Demokratie 1988 verschwunden. Das Gotha-Programm hat über Arbeitslosigkeit geklagt und über Not. Gibt es das heute oder nicht? Das gibt und das wächst. Es gibt sogar einige Schweinereien des Kapitalismus 1988, die es damals nicht oder nicht in dem Umfang gab. Der Kapitalismus 88 bringt es gar nicht, aus einem ganzen Meer auf der Nordsee eine Kippe zu machen. Also etwas zu tun für die Ruinierung der natürlichen Lebensgrundlagen, sage ich einmal, die der Kapitalismus 1875 aufgrund seiner technischen Mittel überhaupt nicht zu Wege hätte bringen können. Ein Tschernobyl, ein Brunsbüttel sorgt dafür, dass man sein Radon oder sein Cäsium jeden Tag über die Brötchen zu sich nimmt. All das gibt's. Zweitens. Es ist nicht einmal so, dass das eine bösartige Behauptung von Kommunisten wäre, von Miesmacher. Erinnert euch, die SPD selber in ihrem Irrsee-Programm, das ich eingangs zitiert habe, malt dieses Bild des Kapitalismus an die Wand.
Bleibt also drin zu fragen, warum soll sie denn nicht revolutionär sein, diese SPD, wo doch alle Skandale von früher fortleben oder sogar gewachsen sind oder neue hinzugekommen sind. Wenn eine SPD, und das ist sie ja, und der Anwender gegen mich unterstützt dies, wenn sie zufrieden ist mit diesen heutigen Zuständen, dann muss ganz offenbar ein anderer Maßstab vorliegen, als die materielle Lage derer zu beurteilen, die in diesem Sachlagen leben müssen. Dann muss die Zufriedenheit eine andere Quelle haben. Und die ist schnell erklärt. Beseitigung der Ausbeutung. Also brauchen wir Demokratien. Weil der Ausgangspunkt der Sozialdemokratie. Den liest sie immer nur rückwärts. Demokratie gibt also Beseitigung der Ausbeutung. Das ist ein neuer Maßstab, zu dem sich die SPD über etliche Jahrzehnte, wie ich gezeigt habe, vorgearbeitet hat, mit dem sie eine Lage der Nation als Erfolg auch für ihre Opfer dartun kann, die in Wirklichkeit materiell betrachtet beschissen leben. Das Kohlesberger Programm formuliert es auch noch ausdrücklich und sagt, der Proletarier ist vom Ausbeutungsobjekt zum Staatsbürger mit gleichen Rechten und Pflichten aufgerückt. Das ist wahr. Und was hat er davon? Der Proletarier kann mit gleichen Pflichten und Rechten die Leute wählen, die ihm sagen, wie viel Lohnabbau heuer wohl tut. Zum Beispiel La Fontaine. Der zweite Einwand, auf den ich mich gefasst gemacht hatte, war der, dass die SPD immerhin das kleinere Übel ist. Ich finde den Einwand schon seiner eigenen logischen Natur nach niederschmetternd. Also wenn ein SPDler diesen Stein aufhebt, so würde ich sagen, muss der auf seinen eigenen Fuß zurückfallen. Wenn man schon zugibt, bloß Übel als Alternativen zu kennen bei Wahlen, dann sollte man einen Fehler auf gar keinen Fall machen. Dieses Übel auch noch mit Macht auszustatten. Durch seinen Wahlkreis. Oder sagen wir so, der hat zuzustimmen, wie die Brüder haben. Zweitens ist das Kleine an diesem Übel, meiner Auffassung nach von vorn bis hinten, ein Schwindel. Das ist in die Tasche gelogen. Diejenigen, die es meinen, sollen mal ehrlich darüber Rechenschaft abgeben, welches Kernkraftwerk einem Menschen erspart geblieben ist, weil die SPD am Ruder war. Mir fallen nur die an, die sie gebaut hat. Sie sollen sich mal fragen, welche Rüstung den Leuten erspart geblieben ist und damit auch welche Ziele der Nation, für die sowas offenbar notwendig ist, während die SPD am Drücker war. Mir fallen zuerst Raketen ein, die die SPD bestellt hatte. Die Pershing-Raketen durch den SPD-Kanzler Schmidt. Sie sollen sich überlegen, diese Leute, auf wie viel Lohn ein Prolet nicht hat verzichten sollen, weil die SPD sich für ihn stark gemacht hat. Fällt mir auch nicht ein, mir fällt nur wieder an La Fontaine ein, der im Moment wie die Sau dagegen hetzt, dass jemand an seinen Lohn denken könnte, obwohl weit und breit leider keiner zu sehen ist, der das tut. Also dieses Kleine ist von vorne bis hinten in die Tasche gelogen. Und das veranlasst mich zu dem Schluss, dass das Gütesiegel dieser Partei, das Gütesiegel der SPD, das kleinere Übel zu sein, eine ganz andere Quelle haben muss, als die, dass man immerhin mit ihr materiell besser gestellt sei, als ohne sie. Diese andere Quelle für das Gütesiegel der sozialdemokratischen Politik liegt in Folgendem. Die Inhalte sozialdemokratischer Politik, die ich angedeutet habe in Sachen Rüstung, Wirtschaft und so fort, unterscheiden sie gar nicht von der CDU. Aber die Methode, wie diese Politik betrieben und verkauft wird, die unterscheidet in der Tat die Sozialdemokraten von dem ganzen Rest. Und diese Methode sozialdemokratischer Politik, das ist meine Behauptung, die ist die ganze Quelle dafür, dass die Sozis im Unterschied zu den Christen achten, das Gütesiegel haben, immerzu, wenn auch nur ein bisschen, für die Unterdrückten und Witwen und Weisen.
Weisen und Ausgebeuteten tätig zu sein. Diese Methode sozialdemokratischer Politik, die ich meine, heißt, jede Schädigung in der Nation der Leute durch die Regierung wird von der SPD im Namen der Opfer verabreicht mit einem Leiterverschieden oder mit Idealen, die letztlich der Dienst an der großen Klasse der arbeitenden Bevölkerung oder schließlich der ganzen Menschheit sein sollen, die damit geglückt werden. Nehmt mal das Beispiel, wie kommt die SPD eigentlich auf den Ehrentitel einer Arbeitnehmerpartei zu sein? Die gilt, wo es per hin oder her, immer noch als Arbeitnehmerpartei. Wie geht das? Ich meine, das löst sich auch wie behauptet. Ist die SPD am Ruder? Das war sie ja vor einigen Jahren. Bleibt einem Menschen wirklich nicht viel erspart. Die Raketen habe ich erwähnt. Das Sparprogramm ist auch noch eine bekannte Leistung, an die man sich erinnern könnte. Da gab es den Beschluss, jetzt werden die Leute geschöpft, der Staat braucht Geld für die Raketen. Die SPD hat eingeleitet mit dem Argument, wir müssen nicht sparen wegen der Raketen. Wir müssen leider sparen und durch Opfer zu müssen. Die Leistung, die damit den Menschen gebracht wird, heißt, ein Sozialdemokrat bekennt sich zum Willen, den Opfern zu nutzen, wenngleich in den Taten, die er gegen diese Leute verrichtet, dieser Wille nicht wirksam werden kann. Das ist das Sachzwang-Argument. Wir wollten schon, aber wir können nicht. Hut ab, Arbeitnehmerpartei SPD. Bei diesem Lager ist es nicht geblieben. Die SPD hat auch fertig gebracht, und das ist der heutige Stand, Opfer offensiv einzufordern. Natürlich muss gespart werden, aber wenn dann gerecht. Nicht nur auf dem Rücken der kleinen Leute, heißt die Parole der SPD. Da kommt der geschädigte Materialismus. Leute werden beschnitten in dem, was sie zum Leben notwendig brauchen. Nicht mehr als Minus vor, sondern die Verallgemeinerung der Schädigung als Plus. Ja, wenn nicht nur dem kleinen Mann die Rente gekürzt wird, das Arbeitslosengeld, sondern auch der Zahnarzt einen 50er in den Beutel lassen muss, dann geht das in Ordnung. Und mit welchem Argument geht es für die SPD in Ordnung? Der Standpunkt, mit dem das für eine Partei in Ordnung geht, die sich selber als Arbeitnehmerpartei begreift, heißt, die Massen, die hier zur Kasse gegeben werden, also anerkanntermaßen ein Opfer bringen, sanieren durch dieses Opfer, das sie bringen, den Staat, der doch letztendlich ihr Lebensmittel ist. Und insofern gehört es ihnen, dass sie dieses Opfer für ihren Staat bringen. Das ist eine abenteuerliche Logik, die durch die Tat, worüber das gerade behauptet wird, schlagen widerlegt wird. Mit dem Sparprogramm erweist nämlich nicht der Staat als Lebensmittel der Leute, sondern die Leute haben mit ihren Lebensmitteln für den Staat gerade zu stehen. Es wird also nicht im Namen des Interesses der kleinen Leute für diese Politik gemacht. Nicht mit den Krönen, die sie auf der Hand haben, wird argumentiert. Nicht mit ihren Lohn, sondern es wird mit dem Nationalismus der kleinen Leute Politik gemacht. Mit ihrer Vorstellung, ein gerechter, intakt geführter Staat sei ein Lebensmittel der Massen, und das könne er aber nur dann sein, wenn sich kein Sonderinteresse an diesem Staat bereichert und bedient, sondern alle gleichermaßen diesem Staat dienen, ihm etwas bringen. Das ist eine Klarstellung zu unserem Plakat, 125 Jahre Einseiterpartei. Dass jemand den Schwindel der SPD, ein Proletarier sein dieser Partei bestens bedient, glaubt, das unterstellt ihm, dass er selber diese Täuschung bei sich bereits vollzogen hat, sich also von der SPD den Satz sagen lässt, die Nation ist ein Lebensmittel der Massen, wenn die Reichen nicht alles auf den Kassen nehmen, sondern alle einzahlen, dass er also selber der Auffassung ist, die Täuschung von der Nation als Lebensmittel hat ihre Wichtigkeit. Das sehe ich auch so. Also Einseiter und Einseiten gehören schon irgendwie zusammen.
ein Indiz, warum das Selbstbild nicht verstanden der SPDler ist, dass sie meinen, und das soll ja auch den kleinen Leuten einfach leuchten, intakt ist der Staat dann, wenn sich kein Sonderinteresse an ihm bereichert, sondern wenn alle ihm fördern, dann ist er ein Lebensmittel erlassen. Dass sie das wirklich meinen und nicht den Standpunkt, da muss mal was für die Proleten getan werden gegen die andere Seite. Das sieht man an ihrer Kritik, die sie gegen die CDU vorbringen. Aus SPD-Kreisen gibt es das Argument, die CDU ist eine Unternehmerpartei. Na gut, könnte man denken. Die SPD meint also, die CDU besorgt sich Unternehmer. Dann müsste ja die SPD sagen, dann müssten wir schon als traditionsreiche proletarische Partei sagen, dann machen wir es für die Arbeitnehmer. Dann sind wir eine Arbeiterpartei. Kommt aber gar nicht der Schluss. Stattdessen sagt die SPD, wir sind nicht Arbeiterpartei, sondern Volkspartei. Auf den Witz hat sie sehr großen Wert gelegt, sich ein extra neues Grundsatzbuch machen, Bundeswert gegeben, und darin will sie genau das ausdrücken. Dass sie nicht die Bedienung eines materiellen proletarischen Interesses sein will, sondern dass sie einen ordentlich geführten Staat hinlegen möchte, an dem sich keiner bereichert, und dass darin allen zu förderst den Massenbedienst abstimmt. Das ist ein Schwindel, den sie genauso auflegt, wenn sie die Friedensberichten beackert. Ein zweites Beispiel, wo die Methode sozialdemokratischer Politik schlagend zum Vorschein kommt. Frieden, das muss ja wohl sein, hat die SPD gesagt und sich von Friedensberichten sagen lassen. Sie selbst übrigens hat diesen Titel groß in die Debatte geworfen, und zwar passenderweise zu dem Zeitpunkt, als der Helmut Schmidt dabei war, Nachrüstungsraketen zu ordnen. Da ging der ganze Friedenszirkus los. Frieden muss sein, lässt sich die SPD also sagen von einem Friedensberichten. Aber nur unter der Bedingung, dass das realistisch betrieben wird. Sonst hat man keine Chance. Ohne dass man mit denen zusammenarbeitet, die am Ruder sind, nämlich die SPD, hat auch der Frieden keine Chance. Also meine Aufforderung für Frieden können wir sein, versteht es aber nicht falsch oder richtig, nämlich beauftragt uns, nach unseren Methoden sachverständiger Politik für Frieden zu sorgen. Und diese Methoden hatten wir heißen, Raketen müssen ins Land. Das hat etliche Friedensberichten nicht eingeleuchtet. Da mögen sie ihre Gründe haben, gute und schlechte. Die haben Sitzblockaden gemacht. Gegen die hat die SPD das Argument gehabt, knüppelfrei. Also sind die Sitzblockaden abgebrochen worden. Und die SPD ist selbst in diesem Gegensatz zu den Friedensbewegten einer Gemeinsamkeit mit diesen Friedensbewegten treu geblieben. Nämlich durch den Nachruf des SPD-Parteivorstands auf die Friedensbewegung, der geheißen hat, die SPD hat moralische Hochachtung vor den Zielen der Friedensbewegten, wenn sie die strafrechtlichen Folgen ihrer Demonstrationen bereitwillig trägt. Das war das Argument. Praktische Gültigkeit darf dieser Idealismus von Friedensbewegten, was immer er an praktischer Forderung beinhaltet, nicht haben. Dann gibt es Bullenansätze. Aber dem Ziel, dem sie anhängen, Frieden, dem bescheinigen wir noch da, wo wir sie verprügeln, unsere Wertschätzung. Das hat eine Kritik ausgelöst an der SPD, die ich noch gerade rücken muss. Die ist nämlich kreuz und verkehrt. Und die Kritik hat geheißen, naja, die SPD vertritt schon sehr gute Ideale. Zum Beispiel das mit dem Frieden oder auch das mit der Gerechtigkeit. Aber in der Praxis verrät sie doch allzu oft ihre guten Ideale. Ich möchte warnen vor dieser Auffassung, die ist wirklich sehr verkehrt. Meine erste Einwand dagegen. Das, was den SPDlern hier als Ideal gut geschrieben wird, von dem man vermisst, dass es in der Praxis zum Zuge kommt und umgesetzt wird, das ist seiner Natur nach gar nicht in der Lage, eine praktische Handlungsanweisung abzugeben, was denn die Partei zu tun hätte. Wenn man Frieden sagt und meint, das sei etwas Gutes, jetzt wüsste man, woran man sei.
einmal so und einmal anders ausdrücken. Die Friedensbewegung hatten gemeint, ohne Ordnung kein Frieden. Tautologisch, kein gutes Argument. Die SPDler sagen, natürlich Frieden, aber wenn man nicht in Frieden gelassen wird von den Russen und die Waffen haben, dann braucht man welche. Welche Entscheidung also folgen soll aus dem puren Ideal eines nicht-kriegerischen Zustands namens Frieden? Das ist mit diesem Ideal gar nicht beschlossen, sondern das hängt sehr davon ab, von welchem praktischen Standpunkt aus man sich auf dieses Ideal stürzt. Das kann also seiner Natur nach gar kein praktisches Handlungsziel abgeben, dieses Klimafrieden. Taugen tun diese Ideale deswegen auch nur für etwas ganz anderes. Nicht für die Bestimmung seiner Praxis, sondern sie taugen nur für die Schönfärbung seiner eigenen Praxis. Dafür sind sie auch nur erfunden worden. Die SPD hat die Lust, Nachrüstungsraketen zu bestellen und zu sagen, das ist die passende Friedenspolitik der 80er Jahre. Ja, wenn Ideale aber nur dafür erfunden sind, eine davon getrennt schon immer bestimmte politische Richtung in ein rosiges Licht zu rücken, dann darf man diesen Fehler nicht mehr begehen und sagen, das Ideal war ein gutes Ziel, das ist gar keins, aber die Praxis war ja davon ab. Dann ist ja das Ideal genauso beschissen wie die Praxis, weil es nur dafür gemacht ist, die Praxis unter einen schönen Hut zu setzen. Übrigens, dieses Argument, die Ideale sind gut, die SPD so in der Theorie hat, aber die Praxis ist mitunter doch recht schlecht. Das ist ein Argument, das die SPD äußerst gerne hört. Und der Grund ist ganz einfach, es stammt nämlich von ihr. Denn mit diesem Argument, die Ideale sind gut, aber die Praxis ist schlecht, wird der allererst einmal bekräftigt, was die SPD selber behauptet. Dass sie nämlich über Ideale verfügt, wie man sich die Zwecke vorstellen soll, die auch noch gut sind. Da hat die Partei einen ganz tiefen Pluspunkt weg. Deswegen liegt sie diese Kritik so. Zweitens, es ist klar, wie die Logik weitergeht. Wer daher kommt wie die Friedensbewegung und sagt, die Praxis lässt aber selbst zu wünschen übrig, der kriegt natürlich eine lockere Retourkutsche serviert. Wegen der Ideale, sagen wir ihm, Gerechtigkeit, wie die SPD an die Macht, kaum ist sie an der Macht, verweist sie darauf, dass wegen der Macht man diesem Ideal scheitert. Da gibt es Sachzwänge. Was braucht also noch viel mehr Idealisten, die gegen Sachzwänge anstehen? Man merkt, die Kritik ist von vorne bis hinten untauglich als Kritik der SPD. Sie wird in ihr selber so unfähig, weil sie ein einziger Motor ist, aus Unzufriedenheit SPD-Wähler zu machen. Es ist Wasser aus einem Mühlenbecken. Ach, irgendwie will ich jetzt auch an der Stelle noch ein, was sie bei den Leuten befriedigt, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Es ist sowas wie Leuten, denen man in keinem materiellen Interesse ein Zugeständnis macht, so sieht man auch ein vernünftiges Fragen, das Angebot einer geistigen Beheimatung zu machen. Ihnen zu sagen, du kannst dich aufgehoben fühlen in diesem Stall. Wenn deine Vorstellung heißt, Frieden gleich, diese Nation ist gut, du darfst das denken. Du darfst dir nur darunter nichts denken, was den praktischen Zielen der SPD zuwiderläuft. Wenn du das aber denkst, und SPD wählst, geht das auch noch. Wenn du das aber denkst und gegen uns antrittst, ja, dann gibt es leider was auf die Schnauze. Die Ideale der SPD sind also der Hebel, aus Unzufriedenheit Wählerstimmen zu machen. Und in dieser Eigenschaft sind die Ideale in der SPD richtig bewusst gepflegt. Dazu noch ein letzter Hinweis. Pflege der Ideale ist eine alte Parteitradition. Bei uns zum Beispiel gibt es K1 bis K3 Termine. Das sind Termine, da müssen sich die Leute mit rumplagen, was ist der Kapitalismus, bei der Theorie gefühlt. Man will ermitteln, was hier los ist in den Laden, damit man weiß, was man davon oder nicht davon unterlegen hat. Die SPD hat sowas nicht. Die hat eine Grundwertekommission. Es ist kein Theorieausschuss, wie der Name schon sagt, sondern ein Kreis von Tüftlern, die sich Werte überlegen.
die übernehmen sich nicht. Ja, wenn die SPD rankommt, 1990, wie viele AKWs brauchen wir da zusätzlich? Die fragen sich auch nicht, wie viel Panzer brauchen wir zusätzlich oder wie viele Kilometer Straßennetz oder Schiene. Sondern die fragen sich, wie müsste der passende Hut aussehen, den man da immer draufsetzt. Also, ist Rüstung angesagt? Dann fragt sich die Grundwertekommission, wäre im Frieden der passende Titel, der den Nahrungsregeln dieser Zeit trägt. Wir rüsten, klar, die Menschen kommen auf Frieden, das ist doch ein Grundwert, der in die Welt gehört. Es gibt auch themenübergreifende Grundwerte. Zukunft. Wir haben ein x-mal bei dem Sachverhalt, zu dem wir ermutigt wird, Zukunft zu ordnen. Das ist eine Sache, die braucht wirklich jeder, ohne die kommt keiner zu machen. Insofern ein universeller Wert, der zu allen Konjunkturen seine Richtigkeit hat. Es ist einiges geschieht dieser Grundwertekommission passiert und das bestand darin, dass ein sehr berühmt gewordener Grundwert aus fremder Fabrikation stammte. Das war der Grundwert Umwelt und der kam von den Grünen. Es ist interessant, wie die SPD darauf reagiert hat. Die SPD hat gesagt, erstens, scheiße, zweitens, wir müssen die Themen besetzen. Das ist ein interessanter Gedanke. Themen besetzen, sagt die Partei, sei ihre Aufgabe. Jemand, der das sagt, der hat auf folgenden wichtigen Unterschied abgesehen. Der sagt nicht mehr, ich sage meine Auffassung zu diesem Sachverhalt der Umweltvernichtung, sondern der fragt sich, wie muss ich mich darstellen, damit andere, die über Umwelt was sagen, sich bei mir aufgehoben fühlen können. Der gibt also zu, dass er zu seinen eigenen Scheißidealen ein funktionelles Verhältnis hat. Dass er sagt, das sind Dinge, an die glaubt man schon irgendwie. Aber welches man gerade zu welchem Zeitpunkt auspackt, das wird austariert sein. Das muss nämlich daraufhin taxiert sein, dass man damit bei den anderen einen Geisteszustand trifft, so, dass der überführt wird in SPD. Die Pflege dieser Ideale hat noch viel mehr Abteilungen bei der SPD, nicht nur die Grundwertekommission. Die Pflege des Personenkultes bei der SPD funktioniert über diesen Gesichtspunkt. Es gibt das Bedürfnis in dieser Partei, doppelt glaubwürdig zu sein. Einerseits auf dem Feld der Ideale und Grundwerte, da braucht man Repräsentanten. Andererseits auf der Schiene des Machertums, der Realpolitik. Denn das weiß ja jeder Idealist, ohne einen ordentlichen Realpolitiker wird aus dem schönsten Ideal nichts. Also hat die SPD immer zwei Typen in ihrer Mafia hervorgebracht und richtig kultiviert. Da gibt es auf der einen Schiene die Adlers. Also Adler, das ist der auch mit dem Bart, mit dem lila Halstuch, so ein Jesuit-AD, der glaubwürdig stehen kann für die Vertretung von Grundwerten. Die andere Schiene wird repräsentiert von so Leuten wie Schmidt. Das ist ein Mensch, dessen Name fällt zusammen mit Macher. Und da hat sich eine Zeit lang diesen Spitznamen zugezogen, Schmidt Schnauze zu sein, also ein Macher. Dann drittens, eigentlich das Ideal der Partei, eine Figur, in der beides zusammenfällt, das Ideal wie die realpolitische Seite. Das neigt bisher heute jeder Sozialdemokrat in Willy Brandt. Das war auf der einen Seite ein Kanzler, insofern Macher, und andererseits immer der über den Tag hinausfliegt. Insofern kann man bei ihm beide Seiten aufholen. Und wenn ihr euch mal erinnert, wie im letzten Wahlkampf über die Figuren der SPD geredet worden ist, merkt man, dass sie wirklich ihre eigenen Figuren, ihre Zugkraft, nach solchen Kriterien taxieren. Da war der Rau lange Zeit ein stimmender Kanzlerkandidat, für den sprach, dass er in Nordrhein-Westfalen gute Stimmen gemacht hat. Aber ansonsten, der Mann hieß der Frau Johannes, der war für einen Macher zu leisen und für einen richtig herausragenden Wertetheoretiker war einfach sein Wortschatz zu begrenzt. Der Vogel ist
sitzt er auf Seite 2, der sich so demonstrativ mit dem Rücken zu seiner Ahnengalerie stellt, so ein gymnasischer Trauerkurs, der da steht, der redet wie ein unverständliches Antragsformular und verströmt deswegen mehr den Eindruck, eine dienstbeschissene Beamtennatur zu sein, denn ein richtig selbstbewusster Reißer. Hat also auch unter diesem Gesichtspunkt keine wirklich herausragenden SPD-Qualitäten. Für die Macherposition kommt er nicht in Frage. Naja, und so ein aufrechter Grundwerte- und Theorievertreter ist er auch nicht. Das ist schon demonstrativ, wie der Mann sich da mit seinem Knickerbocker von Marx abhängt. Es gibt übrigens eine dritte Institution, wo die SPD dieses Pflegen der Ideale zur Einrichtung gemacht hat. Das im Prinzip bei jedem SPDler gilt, dass er für die Ideale genauso zuständig ist und ansteht wie für das realpolitische Machertum. Das haben sie mit dem Institut des Jungsozialisten eingeführt. Das ist eine interessante Regelung der Partei. Das ist eine Regelung, wo mit 35 jeder eingetretene SPDler vom Jungsozialisten zum Sozialdemokraten wird. Also wenn mit 18 und Platzhose da ankommt, heißt Jungsozialist in seinem Buch. Und wenn er 35 geworden ist, wird er automatisch ein Sozialdemokrat. Wendet sich also nach, sagen wir mal, in dem Verlauf von 15 Jahren zu einem gestandenen SPDler hoch und erinnert so an das alte Motto, dass ja die Menschen über Ideale immer als Volksweisheit pflegen, das verwechselt sich im Laufe der Zeit. Der rote Strauß. Die andere Schiene ist die schon erwähnte, immer wieder notwendige Korrektur und Umdeutung von Idealen. Was ich noch einzulösen habe aus dem Anfang, und das betrifft jetzt eine Umdeutung von Idealen, ist die Frage, wie soll die SPD das schaffen, aufrechten Blickes und offenen Visiers sich auf den größten Kapitalismusfeind aller Zeiten zu berufen, nämlich auf Karl Marx. Die theoretische Seite der Antwort ist ganz einfach. Man muss den Marx nicht nehmen, wie er ist, sondern umdeuten, sodass er zu dem wird, was man gern hätte, dass er sei. Dann kann man sich auch selbst fabrizierte Bilder locker berufen. Das ist kompliziert ausgedrückt, aber die häufige Praxis. Also, man kann zum Beispiel hergehen und den frühen, mittleren und reifen Marx unterscheiden. Wie beim Schweizer Käse und sich dann auf den frühen stürzen, weil bei dem der Humanismus ganz groß geschrieben wird. Man kann auch, wie in der Wissenschaft üblich, dem Marx Ziele anhängen, die er nicht hatte, aber auch noch nicht an der Kante damals. Also Soziologen zum Beispiel halten Marx von Haus aus für den ersten Schichttheoretiker, der es leider nicht weit gemacht hat in der Schichttheorie, weil er nur zwei Schichten kannte. Ökonomen finden, das ist der erste Gleichgewichtstheoretiker und Studenten der Sozialpädagogen halten Marx von Haus aus für den ersten Streetworker. Und mit dieser Technik kann er natürlich auch eine SPD sehr locker auf den Marxismus berufen. Und das schafft sogar eine gestandene Macherfigur, einen Aufrüstungskanzler wie der Kanzler Schmidt, der es nämlich geschafft hat, sich auf Marx zu berufen als den Begründer des Führerprinzips. Und das tut er in folgender Auslassung auf einer SPD-Parteitag. Ich bin aus diesen vielerlei Erfahrungen der letzten 20 Jahre über eine Dimension der Teamarbeit etwas skeptisch, nämlich über die Möglichkeit des geistig-philosophischen Tiefgangs von Kommissionen. Das kommunistische Manifest wäre zum Beispiel nie zustande gekommen, wenn etwa ein Ausschuss aus den Vertretern aller Bezirke und ein paar Mitglieder eines Parteivorstands diesen Auftrag erhalten hätten. Das war die Anleitung des Führerprinzips. Letzter Punkt, der unter der Abteilung Korrektur der Ideale fällt, ist ein etwas scheinbar abseitiger, aber von der SPD sehr gepflegter. Das betrifft nämlich das traditionelle Liedgut der Partei, das auf jedem Parteitagsende getrellert wird.
Und bevor ich auf den Zitatenzettel und da abgedruckte Liedchen eingehen, will ich ganz kurz die Vorgeschichte erläutern, wozu sich dies als Korrektur verstehen soll. Angefangen hat also natürlich ganz anders, wenn du mit einer Arbeitermasse lest, heißt sie 1864. Damals war der alte Lassalle am Rücken, das ist der Erfinder des ehernen Lohngesetzes, der am Anfang gebildet wurde. Und da steht in einer sozialdemokratischen Chronik folgendes Mögliche über diese Arbeitermasse lest. Gut ein Jahr lang stand Lassalle an der Spitze des AGAV, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Dann starb er am 31. August 64 nach einem Duell um eine Frau. Diese kurze Zeit hat er geübt und ihn und erst recht nach seinem romantisch verklärten Tod zum Idol vieler Arbeiter zu machen. In ihrer von Jakob Auber verfassten Arbeitermasse-Essays sagen sie stolz und selbstbewusst: Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren alle. Der Bahn der Kühlen folgen wir, die uns geführt das alle. Eine Form des Personenkurses, die einen gewissen Mangel hat, weil man sich als sozialistischer Arbeiter natürlich fragen muss, welchen Wert ein toter Land eigentlich die Arbeiterbewegung verkörpert. Zumal Arbeiter ja nicht damit beschäftigt sind, sich zu duellieren, ja in der Regel mal über die gleichnamigen Pistolen verfügen. Deswegen gab es ein standesbewusstes Lied, das zur Korrektur gedacht war, und das war 1864. Eine wunderbare Dichtung von Georg Herweg, nämlich das sogenannte Bundeslied. Und das geht so: Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Brecht das Doppeljoch in zwei, brecht die Not der Sklaverei. Brecht die Sklaverei der Not, Brot ist Freiheit, Freiheit Brot. Man merkt im Klassenkind auch schon schön in diesem Lied, ja. Das Sklavenjoch wird zerbrochen. Aber auch eine gewisse Verschwörung. Brot oder Freiheit wird hier aufgeworfen als Alternative und dann über den doppelten Reim in eins gesetzt. Brot ist Freiheit, Freiheit, Brot. Man erkennt zwar deutlich die Absicht, dass hier schon Materialismus und Idealismus ersetzt sein soll, aber eben noch auf sehr verworrene Art. Und dass die SPD ihre letztendliche Bühne bis vor ihrem letzten Parteitag so abgesungen hat, wie sie unter Hälften steht. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder zum Lichte empor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Eine Korrektur ist hier unübersehbar: die alte Verwechslung von Materialismus und Idealismus. Brot und Freiheit. Ist hier gekommen, dichterisch überwunden, hier dann nur noch kostenlose Werte gesungen, Licht und Sonne. Und insofern auch der sozialistischen Tradition einer Kritik am Christentum getan, weil die haben es ja noch mit Bestechung und Ehren probiert. Das ist vorbei mit Sozialdemokratie. Die Werte, für die diese Partei stehen, die kämpferisch gesungen werden, sind garantiert Materialismus unverdächtig, weil kostenlos. Das soll aber nicht über den Aberwitz dieses Witzes hinwegtäuschen, der besteht nämlich im Folgenden. Die Brüder, die das da sehen, die da die Traditionspflege des Kämpferischen in ihre Hand genommen haben, das sind diejenigen, gegen die man sich zu richten und gegen die man sich zu wehren hätte, wenn man es ernst meinte mit proletarischen Interessen in Sachen Lohn und Weg und der Ausbeutung. Die Sandesbrüder da, die sich da an die Hand fassen und sich aufbauen auf den Parteitagen und wie kämpferische Proletarier trennen. Das sind diejenigen, die die Raketen bestellt haben als Schmidt, die den Lohn für unerträglich hoch befinden wie Lafontaine, die also zu der Mannschaft gehören, die das proletarische Interesse nach Stich und Farben nutzen, für die Stärke der Nation und deckeln, wo die Wirtschaft es braucht. Die Täter der Gegenwart,
versprechen ihren Opfern eine Zukunft, die, wie gesagt, für keinen schiefgehen kann und für jeden unentbehrlich ist. Und das unter erheblichem Missbrauch der Notunterleiter. Die Dummheit, das ist mein Schlusswort, ist die Schwester sozialdemokratischer Gemeinheit. Damit mache ich Schluss.